Guten Tag. Im Namen des LaRouche Political Action Committee möchte ich Sie alle heute zu diesem internationalen Webcast begrüßen. Ich denke, viele unserer Zuhörer können sich erinnern, dass es etwa 6 Monate her ist, dass Lyndon LaRouche bei einem ähnlichen Webcast am 25. Juli klargemacht hat, dass wir in einer Situation sind, wo es nicht um einen bevorstehenden Finanzkollaps geht, sondern dass de facto der Finanzkollaps bereits im Gange war. Einige Tage nach diesem Webcast hat sich gezeigt, dass Herr LaRouche absolut richtig lag, als eine ganze Kette von Ereignissen sich abspielte. Am 28. Juli hat Countrywide, der größte Hypothekengeber in den USA, einen 33-prozentigen Verlust, also einen Einbruch, bekannt gegeben hat. 2 Tage danach American Home Mortgage, also noch so ein Anbieter, der sich auf Subprime-Hypotheken spezialisiert hatte, ist kollabiert. Am 31. Juli war die Hypothekenkrise und US-Immobilienkrise auf den Titelseiten der Zeitungen in den USA. Herr LaRouche lag also 100-prozentig richtig, als es darum ging, diese Ereignisse vorherzusagen und zu prognostizieren. Es ist passiert und wir finden uns heute hier, 6 Monate später, sozusagen in den Trümmern dieses Kollapses, die also uns tagtäglich inzwischen um die Ohren fliegen. Und das als Resultat einer nationalen und internationalen Mobilisierung. Ist also ein Wille da, diese Krise wenigstens anzuerkennen und vielleicht auch dann zu handeln. Und das setzt sich langsam auch in den politischen Kreisen in den USA fort. Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne ist vielleicht die einzige Präsidentschaftskampagne, derer ich mir bewusst bin, die diese wirtschaftlichen Probleme wirklich auch angesprochen hat. Soweit ich weiß, hat sie allerdings bisher weder die Ursachen dieser Krise angesprochen, noch die Lösungen. Und der heutige Webcast, denke ich, ist einer, wo Herr LaRouche, so wie er es bei ähnlichen Veranstaltungen vorher getan hat, einen Weg aufzeigen wird, durch den Leute ein größeres Verständnis erlangen können, dessen, dem wir uns als Nation gegenüber sehen, aber auch die Welt als Ganze und die Menschheit so als Zivilisation. Und was Herr LaRouche heute zu sagen hat, wird also einen Weg zur Lösung aufzeigen. Ohne also weitere Umschweife, Lyndon LaRouche. Thank you. Vielen Dank. Was der Vortrag und die Diskussion, die jetzt stattfinden werden, werden für die meisten von Ihnen, diese Fragen werden die wichtigsten in Ihrem Leben sein, weil wir an einem Punkt sind, nicht einer gewöhnlichen Krise, nicht einer Finanzkrise und nicht einer bloßen Depression, sondern einer weltweiten Zusammenbruchskrise, die in der transatlantischen Gemeinschaft verankert ist, insbesondere in der englisch sprechenden transatlantischen Gemeinschaft, die ausstrahlen wird, wenn sie nicht gestoppt wird, in jeden Teil der Welt, in einem Zusammenbruch der jeweiligen sozialen Systeme, Gesellschaftssysteme. Das ist einer der größten Momente, was seine Wichtigkeit betrifft, in der Geschichte seit dem 14. Jahrhundert in Europa, als damals das neue finstere Zeitalter entstand. Und es ist vergleichbar mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums oder des byzantinischen Imperiums. Und die Gefahr, die aus dieser Krise hervorgeht, ist größer als wahrscheinlich alle Präzedenzfälle von Zusammenbrüchen von Weltreichen zuvor. Jeder Tag seit dem 3. Januar weitet sich diese Krise aus in einer beschleunigenden Geschwindigkeit. Was man als normale Krise heute annimmt, wenn die Maßnahmen nicht getroffen werden, die ich vorschlage, wird sie
in der nächsten Woche um Größenordnungen schlimmer werden und in der Woche darauf noch schlimmer, bis mehr oder weniger unsere Zivilisation zusammenbricht, wahrscheinlich im Verlaufe dieses Jahres. Ich meine einen weltweiten Zusammenbruch, nicht nur einen transatlantischen Zusammenbruch. Obwohl der Mittelpunkt offensichtlich in dieser transatlantischen Gemeinschaft ist, das ist die Quelle, von der die Infektion sich verbreitet. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Das Problem der Dummheit, der Torheit in den höchsten Kreisen im amerikanischen Senat und anderen Institutionen und die, auch die Torheit aller sogenannten führenden Ökonomen unserer Zeit. Ja. In dieser Frage, was diese Krise betrifft, gibt es außer ein paar sehr wenigen Ausnahmen, die ich persönlich kenne, gibt es kein Verständnis davon, worum es in dieser Krise geht, noch darum, was die Lösungen dafür sind. Und in diesem Punkt muss ich spezifisch sagen, die Hauptkrise, die unmittelbar vor uns steht, hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es die Krise des internationalen Währungssystems, wo der Zusammenbruch des gesamten Weltfinanz- und Währungssystems vor Ende des Jahres vollzogen sein kann. Man kann das nicht auf den Tag festlegen, man kann es nicht auf den Tag voraussagen, wann es zusammenbricht. Oder dieser Zusammenbruch findet schon statt. Das ist in menschlichen Gesellschaften so der Fall. Aber es ist wichtig, dass man ein effizientes Verständnis davon hat, die Maßnahmen zu ergreifen, dieser Krise zu begegnen. Sie ist zu handhaben, diese Krise. Wir können sie lösen. Aber man kann nicht einfach nur die Uhr zurückdrehen. Und man kann die Kontrolle darüber erlangen. Und was ich heute ansprechen will, sind die Maßnahmen der Kontrolle, die die Regierung der USA und andere Regierungen jetzt ergreifen müssen, wenn sie die Zivilisation retten wollen. Das ist die Untergangszeit. Und wie oft in der menschlichen Geschichte ist es fast unmöglich, bis zu einem bestimmten Punkt oder nach einem bestimmten Punkt eine Zivilisation daran zu hindern, ins Chaos zu stürzen. Aber wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht ergreifen, dann wird diese Zivilisation in Chaos zusammenbrechen. Wir begreifen diese und verstehen diese Maßnahmen und sind bereit, sie zu ergreifen. Wir können diese Krise handhaben durch die Zusammenarbeit zwischen den Nationen. Das ist immer möglich gewesen. Wenn wir dies aber nicht tun, dann leben wir am Abgrund in der menschlichen Geschichte. Das heißt, was ich heute also im Verlauf meiner Bemerkungen tun werde, denn ich kann nicht voraussehen, oder ich nehme an, dass es also bestimmte Fragen an mich gestellt werden von Leuten in den verschiedenen Institutionen, die sich entweder kategorisch oder auch persönlich identifizieren werden. Aber manche sind sehr sensitiv, sehr, sag ich mal, sie unterliegen einem gewissen Vertraulichkeit. Aber was sie fragen werden, aber es ist teilweise wirklich so, dass diese Kreise wissen müssen, was ich weiß, obwohl sie es noch nicht tun. Das muss ihnen klar werden. Das ist wirklich die große Zeit jetzt. Wir haben auch ein großes Problem eines Bankrotts von Ideen. Die einflussreichen Teile der oberen 20% sind wahnsinnig und korrupt. Insbesondere die Generation, die geboren wurde, die jetzt 50 bis 65 Jahre alt sind. Das ist eine Generation, die am meisten desorientiert ist und am korruptesten ist. Insbesondere unter den einflussreichen Leuten. Ich will da gar nicht in die Details eingehen, aber das sind die 68er. Das heißt, das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, dass einige Menschen, einschließlich der Massenmedien, also Leuten, die Massenmedien produzieren,
lügen entweder oder wissen nicht, wovon sie sprechen, wenn sie über diese Finanzkrise reden oder schreiben. Und das sind die einflussreichsten Stimmen, die man im Augenblick hört. Genauso mit dem amerikanischen Senat oder im Abgeordnetenhaus. Die wichtigsten Senatoren, die wichtigsten Abgeordneten im Abgeordnetenhaus und die Präsidentschaftskandidaten. Nach meinem Maßstab sind dies alle Idioten oder schlimmer. Wenn ihre Meinungen sich durchsetzen werden, wird unser ganzes Land in die Hölle fahren. Das kann ich garantieren. Das heißt, was wir im Begriff sind zu tun, ich insbesondere, da ich ein Veteran einiger Präsidentschaftskampagnen bin, diesmal aber nicht als Präsidentschaftskandidat antrete, trete ich doch an, und zwar mit der Mission, dafür zu sorgen, dass der nächste Präsident der USA die Schritte und Maßnahmen ergreifen wird, die notwendig sind, die USA in die Zusammenarbeit mit anderen Nationen zu bringen, die Bedingungen zu schaffen, dass diese Nation und die Zivilisation überleben können. Es ist nicht so einfach, wie die Situation, in die Franklin Roosevelt eintrat mit der großen Depression, der großen Weltwirtschaftskrise. Diese Krise ist viel schlimmer. Aber seine Lehren, die Lektionen seiner Präsidentschaft sind sehr wertvoll, um diese Krise lösen zu können. Das größte Problem, was wir haben, ist, dass der gegenwärtige Präsident der USA und verschiedene Leute, auch Demokraten im Senat und im Abgeordnetenhaus, die so denken, wie sie denken, diese Leute sind unser Problem. Denn was wir jetzt brauchen, wenn wir unsere Geschichte uns ansehen, dann sind wir in einem Augenblick, an einem Wendepunkt, wo wir einen Franklin Roosevelt in der Präsidentschaft brauchen. Ja, bei Bush ist es also selbst die Frage seiner Gattung in Frage gestellt. Diese Anstrengung wird im Verlauf der Präsidentschaftskampagne kommen. Denn wenn eine oder zwei Persönlichkeiten, die Präsidentschaftskandidaten sind, antreten, so wie Hillary Clinton einen Schritt in diese Richtung gegangen ist, um die Führung über die Parteien selbst zu ergreifen, während sie sozusagen ihre Kampagne führen, dann werden sie ein Fokus werden für die Führung gegen den Idioten, der jetzt im Weißen Haus sitzt. Das ist unsere beste Chance. Und die Leute im Ausland, in der ganzen Welt, werden sehen, ja, ihr habt interessante Ideen, es wäre nett, wenn die USA dies tun würden, aber werden die USA dies tun, wenn man sich diesen Idioten im Weißen Haus heute ansieht, mit Dick Cheney, seinem Vizepräsidenten, und der Sprecherin im Abgeordnetenhaus, Pelosi, die also liiert ist mit dem faschistischen Bankier Felix Rohatyn. Ja, und im Senat gibt es ähnliche Probleme. Das heißt, das Erste, was wir ansprechen müssen, ist die Frage der generellen Inkompetenz. Und dann gibt es noch ein spezifisches Problem, welches wir lösen müssen. Das ist die massive politische Korruption in den entsprechenden Teilen der oberen 20% unserer Einkommensklassen. Ja. Das ist unser Problem. Das heißt, dazu kann ich das Folgende sagen. Man kann sich zwei Politiker vorstellen, die aus einem Flugzeug springen, aber sie haben ihre Fallschirme vergessen. Der erste sagt, oh, ich glaube, wir fallen. Der andere sagt, ach, glaub doch nicht an diese Verschwörungstheorien, wir schaffen das schon. So ein Mist hört man von vielen Leuten in der Politik heutzutage. Wenn man sich in der amerikanischen Geschichte zurückbewegt, an einen Punkt, der für uns ein Orientierungspunkt sein sollte, könnte ein Vorschlag sein, wie unsere Lösung aussehen kann, ist die Präsidentschaft von Franklin Roosevelt. Als er Präsident war, rettete er die USA, indem er die USA zu ihrer Verfassung zurückbrachte. Die Maßnahmen von Roosevelt waren im Einklang mit den Prinzipien unserer Verfassung. Die Präsidenten, die ihm zuvor kamen, ja, seit der Regierung von Präsidenten und der Ermordung von Präsident McKinley im Jahre 1901, inklusive Calvin Coolidge, Wilson, Herbert Hoover,
hatten die USA von den obersten Rängen sozusagen sabotiert. Das Problem, was Roosevelt hatte, ist das Problem des britischen Weltreichs. Und das britische Weltreich, das Empire, ist wie ein Schleimpilz. Es ist eine Sammlung, und das ist schon seit dem Anfang des britischen Empire so gewesen, im Jahre 1763, damals der Frieden von Paris geschlossen wurde, nach dem Siebenjährigen Krieg. Es gibt ein Finanzkartell, ein Kartell von Finanziers, von Bankiers, zum größten Teil zusammengesetzt aus anglo-holländischen Interessen, in der venezianischen Tradition, wie ein Schleimpilz. Sie töten einander zur Nacht und verbünden sich dann am nächsten Morgen gegen die Menschheit. Diese Art von Typen. Im 17. Jahrhundert ist diese internationale Finanzmafia sozusagen, hat sie die Herrschaft erlangt über England. Im 18. Jahrhundert, also im Jahre 1763, nach dem Siebenjährigen Krieg, hat diese und als die Engländer alle ihre Rivalen sozusagen besiegt hatte, indem sie ihre Rivalen dazu gebracht hat, Krieg gegeneinander zu führen. Während Russland und Preußen und Frankreich einander bekämpft haben und sich selbst zerstört haben und sozusagen mit dem Frieden von Paris auch ruiniert wurden, damals wurde dann die britische Ostindien-Gesellschaft geschaffen. Die britische Monarchie, das Königshaus, ist nicht die steuernde Instanz in dem britischen Empire. Vielmehr ist die steuernde Instanz dieser Schleimpilz, den man das anglo-holländische liberale Establishment nennt. Sie sind noch nicht einmal britische Bürger notwendigerweise. Sie sind oft holländisch oder französisch oder venezianisch oder New Yorker Banker. Leute wie George Shultz zum Beispiel. Derjenige, der verantwortlich war für den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems. Ein echter Faschist. Felix Rohatyn. Ein wahrer Faschist. Ja, das ist wie eine Gattung, diese Leute. Und womit wir es heute zu tun haben, und auch mit der vermeintlichen Präsidentschaftskandidatur von Bloomberg, ist in den USA eine faschistische Diktatur unter Bloomberg und Schwarzenegger zu etablieren. Ja. Schwarzenegger, dessen Vater ihm also schon den Faschismus mitgegeben hat. Eine Diktatur zu schaffen, im Geiste und nach dem Modell dessen, was die Briten gemacht hatten in Italien, als sie Mussolini in Italien 22 an die Macht brachten. Das ist die Bedrohung, der wir ins Auge sehen müssen. Wir sind von einer Tyrannei bedroht, jenseits dessen, was sich die Leute vorstellen können. Das ist das anglo-holländische liberale System der Finanz. Diese Interessen sind gegeneinander, wie verhalten sie sich wie Raubtiere. Sie essen einander und ihr einander Kinder, aber verbünden sich dann gegen die Menschheit und gegen die Idee des Nationalstaats. Zum Beispiel, wer hat denn überhaupt den Irakkrieg begonnen? Der Krieg, der jetzt noch stattfindet. Es wurde von der Tony Blair-Regierung in England organisiert. Ja, dieselben Interessen, die den Tod von David Kelly organisiert hatten. Der Schlüssel dazu in den USA ist Dick Cheney. Und noch nicht einmal wirklich Dick Cheney selbst, sondern eher seine Frau. Sie hat ihn im Grunde aus dem Schlamm gezogen und ihm seine entsprechenden Jobs und Positionen geschaffen. Sie sind Teil der Fabian-Gesellschaft, der Fabian Society in England. Sodass es amerikanische Komplizen des britischen Empire gab. Das ist nicht das britische Königshaus notwendigerweise. Sie haben einen Krieg orchestriert im Irak, in Südwestasien, um die USA zu zerstören. Und zwar, indem sie die Selbstzerstörung der USA einleiteten. Genau auf dieselbe Art und Weise, wie die anglo-holländischen Liberalen im 18. Jahrhundert den Krieg, den man als Siebenjährigen Krieg kennt, angezettelt haben, indem die europäischen Mächte einander vernichtet haben. Und die anglo-holländischen Liberalen sammelten hinterher die Scherben auf.
und ergriffen die Macht mit diesem britischen Weltreich. Wenn Felix Ouattara ein Berater ist, irgendeines führenden Demokraten, sollte dieser sofort gefeuert werden. Entsprechend sollte Frau Pelosi entlassen werden als Sprecherin des Abgeordnetenhauses, weil sie eine Gefahr repräsentiert als Verräterin, ja, des Hochverrats schuldig an der Nation in ihrer Position als Sprecherin des Abgeordnetenhauses. Sie ist gesteuert durch Felix Rohatyn und hat alles getan, die USA zu zerstören in der Zeit sozusagen ihres Dienstes in ihrer Position, die sie jetzt innehat. Das sind die Art von Komplikationen, mit denen wir es zu tun haben. Wenn man also zurückgeht zu Franklin Roosevelt, er kam in die Präsidentschaft an einem Punkt, wo wir vielleicht mit der Ausnahme von Taft und in gewisser Hinsicht auch Harding im Grunde genommen keinen wirklichen Präsidenten gehabt, seit die Briten William McKinley umgebracht hatten im Jahre 1901, um damals Theodore Roosevelt, an die Macht zu bringen. Ja. Coolidge, Hoover waren alle Problemfälle. Wir waren fast zerstört worden. Wir waren immer noch eine mächtige Nation, aber wir waren fast zerstört worden. Da kam also Franklin Roosevelt und er war ein Abkommen, ein Nachfahre eines New Yorker Bankers namens Isaac Roosevelt, der zusammengearbeitet hatte mit Alexander Hamilton in seiner Zeit, dem ersten Finanzminister der USA. Und Roosevelt hat keine Experimente gemacht, er hat sie nicht irgendwie neu erfunden oder irgendwelche Spielchen gemacht. Er hat die Verfassung der USA genutzt und angewendet, um die USA vor dem zu retten, was sie sich selbst antat unter der Führung der Präsidenten, die vor ihm kamen. Er rettete die USA. Zu der Zeit, als er in die Präsidentschaft kam, hatte die britische Herrschaftsklasse inklusive der britischen Monarchie Mussolini in Italien schon an die Macht gebracht und Adolf Hitler in Deutschland an die Macht verholfen. Wer hat Adolf Hitler geschaffen? Es waren nicht die Deutschen, es waren die Briten. Die haben das organisiert. Sie haben darauf bestanden. Als Roosevelt Präsident wurde, gab es eine Veränderung. Roosevelt hat sofort Notmaßnahmen ergriffen, die auf der amerikanischen Verfassung gründeten. Und wir sollten heute genau diese Präzedenzfälle nutzen. Seine verfassungsmäßigen Begriffe waren verfassungsmäßig und können heute angewendet werden. Ja. Und was heute getan wird, entspricht nicht der Verfassung. Das ist nicht unsere Verfassung, die wir da sehen. Man darf nicht vergessen, unsere Verfassung kommt zuallererst von dem Frieden von Westfalen von 1648. Das ist die Grundlage zwischen den Nationen, auf der der moderne Nationalstaat begründet wurde. Dieser Frieden von Westfalen hat eine lange, lange Zeit von Religionskriegen beendet, die stattfanden zwischen 1492, als der Großinquisitor Torquemada die Juden aus Spanien auswies, bis hin zu diesem Frieden von Westfalen. Dieses Abkommen wurde von einem großen Italiener, der dann aber später sozusagen auch Franzose war, Mazarin. Dieses Abkommen, der Frieden von Westfalen, mit dem Prinzip des Wohl des Anderen, wo jede Nation, jedes Volk sozusagen sich dem Vorteil anderer Nationen widmen muss und auf diese Art und Weise eine Verbindung, eine Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu schaffen, durch die diese Art von Problemen, diese Art von Feindseligkeiten beendet werden können und gelöst werden können. Die Fähigkeit einer Nation, eines Volkes, sich selbst zu regieren, basiert auf ihrer Kultur. Deswegen kann man nicht von oben herab einfach Gesetze erlassen auf Nationen, indem man sie einfach so erzwingt. Man muss durch die Kultur dieser Nation arbeiten, die Kultur seines Volkes und auf diese Art und Weise sozusagen eine freiheitliche, eine willentliche Zusammenarbeit organisieren, um also die Absicht
umzusetzen und anzuwenden, die in diesem westfälischen Frieden verankert ist. Das ist unsere Verfassung. Das sieht man in dem Zitat von Gottfried Wilhelm Leibniz in unserer Unabhängigkeitserklärung, wo es heißt, das Streben nach Glückseligkeit. Allein diese Formulierung spielt an auf Gottfried Wilhelm Leibniz' Angriff auf die liberale Philosophie. Der Liberalismus wurde in den USA und in der amerikanischen verfassungsmäßigen Philosophie abgelehnt. Dieses Prinzip des Strebens nach Glückseligkeit, welches Benjamin Franklin und andere einem Buch entnahmen von Leibniz, welches dann sozusagen auch in die Präambel unserer Verfassung Eingang fand. Das verankert das Prinzip Naturrechts, das naturrechtliche Prinzip unserer Verfassung. Und diese Präambel sollte die Interpretation sein oder der Standpunkt sein, von dem jede andere Gesetzgebung betrachtet wird. Das ist unser fundamentales Gesetz, unser grundlegendes Gesetz. Jeder andere Teil der Verfassung muss vom Standpunkt der Präambel gelesen werden. Das ist unser Recht. Das war, wie Franklin Roosevelt Recht verstand. Das ist anders als alles, was man in West- und Mitteleuropa findet. Wir in den USA glauben nicht an Geldsysteme. Verfassungsmäßig glauben wir nicht daran. Die USA sind von ihrer Verfassung ausgehend kein Geldsystem, wohingegen die europäischen Systeme Geldsysteme sind, die auf Parlamentarismus gründen. Es gibt dort kein moralisches Prinzip. Es gibt zwar moralische Prinzipien, die angenommen wurden in europäischen Verfassungen, aber das ist anders als zum Beispiel in den USA, in der amerikanischen Verfassung, ist die Kreditschöpfung, das Schaffen von Geld und das in Umlauf bringen von Geld eine Funktion der Regierung. Die Geldmengenvermehrung wird nur durch eine mehrheitliche Entscheidung des Abgeordnetenhauses durchgeführt und wird dann vom Finanzministerium in Umlauf gebracht unter der Zustimmung des Präsidenten. Es ist absolut verfassungswidrig, Geld in Umlauf zu bringen, es sei denn, dass es auf diese Art und Weise von der Regierung getan wird. Wir sind kein Geldsystem, zumindest nicht verfassungsmäßig. Wir sind eine Bundesrepublik und wir haben ein Kreditsystem, welches gründet auf dem verfassungsmäßigen Prinzip, was sich reflektiert in dem System, wie für uns, wie in unserem politischen System Kredit geschöpft wird. Und in dieser Verfassung und in diesen verfassungsmäßigen Grundsätzen ist auch die Macht der Bankrotterklärung verankert, die sehr, sehr wichtig ist in einer solchen Krise. Es heißt, in einer Situation wie heute, wo die Mehrheit aller ausstehenden Schulden, die von Finanzinteressen sozusagen repräsentiert würden, gegen die USA, ihr Territorium und sein Volk, wird von der amerikanischen Regierung in die Bankrottverwaltung genommen, in die Insolvenzverwaltung. Was unterstützt werden kann in der kurzen Frist, wird auch unterstützt werden. Aber diejenigen Schulden, die wir nicht zahlen können, werden wir nicht zahlen. Wir werden unter unserem Bundesrecht dieses gesamte Geldsystem in die Insolvenzverwaltung nehmen. Wenn wir das tun, werden andere Länder das auch tun. Und was ich vorschlage, wie Sie wissen, ist, dass es ein Vier-Mächte-Abkommen geben muss, ja, dass die vier großen Mächte zusammenkommen müssen, um eine Politik, eine Initiative gemeinsam zu ergreifen, die diesen Planeten schützen wird vor dem großen Zusammenbruch. Diese vier Mächte sind die USA,
trotz des Idioten im amerikanischen Weißen Haus? Russland, China und Indien. Denn wenn diese vier Nationen einander zustimmen in der entsprechenden Politik, dann werden nicht nur andere Nationen ihnen zustimmen, kleinere Nationen, sondern wir werden eine Bewegung sehen, wo fast alle Nationen sozusagen beisammen sein werden in der Reorganisation und dieses Finanzsystems und dem Wiederaufbau der Wirtschaften weltweit. Wir werden zurückkehren zu einem Prinzip, wenn wir zwischen diesen Nationen ein Übereinkommen finden. Wo international dasselbe Prinzip regiert, was in den USA verfassungsmäßig regiert. Wir werden ein festes Wechselkurssystem schaffen, ganz ähnlich dem, was Franklin Roosevelt hinterlassen hatte, was er organisiert hatte, bevor er starb. Wir werden daher ein System haben, in dem die Währungen und auch die Schulden, die sozusagen verhandelt werden, in ihrem Wert gegeneinander nicht fluktuieren. Und wir werden die Möglichkeiten schaffen, sozusagen massiven Kredit zu vergeben, der niedrig verzinst ist, wo die Zinsen nicht über 2% steigen dürfen. Für langfristige Kapitalverbesserungen und Investitionen sind Zinsen über 2% verheerend. Das heißt, wir wollen ein festes Wechselkurssystem schaffen. Das heißt, man will nicht ein goldbasiertes System, aber unter Umständen kann man so etwas organisieren, wie Roosevelt es tat, wo über die Goldpreisbindung die Währungsstabilität gewährleistet wird. Damit dann diese Stabilität sozusagen genutzt wird, über die Wertschöpfung gegen die Inflation bei dieser Kreditausweitung sozusagen die Wertschöpfung zu stellen, um antiinflationär vorgehen zu können. Tun wir das nicht, kommt es nicht zu diesem Abkommen, hat die Zivilisation in der Welt in seiner gegenwärtigen Ordnung keine Chance, über dieses Jahr hinaus zu existieren. Denn die Beschleunigung der Dekadenz, des Zusammenbruchs, die jetzt in diesem System inhärent ist, wird fortfahren bis an einen Punkt, wo wir zwar nicht sagen können, wann genau dieses System zusammenbricht, aber es ist sehr bald. Und in dieser Situation finden wir in den USA eine Gruppe von Leuten, insbesondere führenden Persönlichkeiten, die zusammenkommen müssen, um das umzusetzen, was ich da vorschreibe. Was wir jetzt im Augenblick tun, ist, dass wir die Basis mobilisieren. Das Problem bisher ist gewesen, ist, dass die Korruption von oben im Senat und im Abgeordnetenhaus, die Korruption, die von Leuten wie Nancy Pelosi, die letzten Endes nichts als ein Instrument von solchen Faschisten wie Felix Rohatyn ist, hat verhindert, dass der Kongress funktioniert. Sie funktionieren einfach nicht. Es gibt zwar Leute darin, die gerne funktionieren würden, aber dieser Kongress, diese Institution funktioniert nicht, weil das System des Mitläufertums es nicht ermöglicht, dass sie als Institution funktionieren. Wir müssten also als allererstes die Sprecherin des Abgeordnetenhauses loswerden. Wenn man das nicht tut, dann hat man vielleicht keine Leidenschaft für die USA zu retten. Sonst würde man verlangen, dass sie sofort ihr Amt niederlegt. Auf diese Art und Weise und wegen dieser Probleme mussten wir uns wenden an die unteren Einkommensklassen. Wir sind also in die Kommunen, in die Städte und auf der Landesebene, in den einzelnen Bundesstaaten, eine Kampagne zu entfachen, um ein Gesetz durchzusetzen, dass, wenn es nicht genau wie ich es formuliert und vorgeschrieben habe, umgesetzt wird und sozusagen verabschiedet wird, dann wird das System zusammenbrechen. Genau, es muss genau ohne Veränderung, so wie ich es vorgeschrieben habe, umgesetzt werden. Das sogenannte Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken. Was wir jetzt haben, ist eine wachsende Unterstützung
der Massen, der Basis in der Bevölkerung auf Landesebene für jene Gesetzgebung. Sodass die Leute im Senat und im Abgeordnetenhaus, im Kongress, zunehmend sich bewusst sind des Drucks, der von der entsprechenden Landesebene und aus ihren Wahlkreisen auf sie ausgeübt wird. Dieses Gesetz, genau wie ich es vorgeschrieben habe, ohne Änderungen verabschieden zu müssen. Ich werde das erklären. Der Bankrott der Eigenheimbesitzer kann nicht zugelassen werden. Wir können auch nicht dieses Problem lösen, indem wir einigen Leuten sozusagen irgendwie die Schulden erlassen oder sie irgendwie da rausfischen, versuchen, ihnen irgendwie über die Runden zu helfen. Wir müssen auf Bundesebene, also bundesweit, die Zwangsvollstreckungen im Heimeigentümerbereich einfrieren. Bill Clinton und seine Frau beispielsweise haben das auch gefordert. Ja, das ist gut, was sie gefordert haben, aber das reicht nicht aus. Und das wissen die beiden auch. Man muss gleichzeitig die Banken schützen und mit demselben Gesetz schützen. Denn, und warum? Denn Hypotheken, wenn sie legitim sind, und ich meine jetzt Hypotheken, nur Hypotheken, nicht irgendwelche anderen komischen Geschichten, sind im Allgemeinen verbunden oder vergeben von eingeschriebenen Banken. Wichtigen Banken, Sparkassen, Volksbanken. Diese Banken sind jetzt vom Zusammenbruch bedroht. Das heißt, man kann nicht einfach nur die Hypothekenzahlungen einfrieren und die Zwangsvollstreckungen einfrieren. Man muss gleichzeitig die Banken schützen, da sie sonst unmittelbar zusammenbrechen würden. Wenn man aber die Praktiken, die jetzt durchgeführt werden, erlaubt, dass sie fortgeführt werden, ja, so wird sozusagen die Bevölkerung ausgeplündert, um Banken zu schützen, die im Grunde genommen sowieso bankrott sind. Ja. Sie versuchen diese Hedgefonds-Operation, diese Spekulationsfonds reiner spekulativer Unternehmungen zu schützen und mit Liquidität zu versorgen und opfern dafür die Bevölkerung. Das sollten wir nicht tun. Wir müssen die Heimeigentümer schützen, wir müssen die Kommunen schützen, wir müssen die lokalen Banken schützen. Ja. Die ehrlichen Banken, die gar nicht mehr in der Lage sind, Geschäfte zu machen, wenn diese zusammenbrechen, dann wird die Wirtschaft in diesem Land zusammenbrechen, auseinanderfallen. Wenn man nicht bereit ist, die Heimeigentümer und die legitimen Banken in demselben Gesetz der Insolvenzverwaltung, ja, der Insolvenzrechtsprechung zu verteidigen, dann sollte man aufhören, an der Debatte teilzunehmen, aufhören zu faseln. Das ist nicht alles, was erforderlich ist. Das reicht nicht aus. Aber wir könnten auf diese Art und Weise die USA politisch stabilisieren durch das Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken. Dann öffnen wir die Tür zu dem Bereich, wo sozusagen die nächsten Schritte folgen, die nationale Politik zu verändern, ja, die man am besten verändern kann über die führenden Präsidentschaftsvorkandidaten. Was wir brauchen, ist eine organisierende Stimme oder mehrere Stimmen, die also sozusagen auch die Bevölkerung organisieren, um diese Gesetzgebung. Ja. Das ist nur der erste Schritt, das Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken. Der nächste Schritt wird dann auf der nationalen Ebene heißen, dass der Präsident der USA nach Russland, nach China und nach Indien gehen muss und in andere Ländern und ein Abkommen vorschlagen muss, welches ein festes Wechselkurssystem etablieren wird. Und wenn das getan wird, dann wird da fast jeder an Bord sein. Wie meine Frau, Helga Zeppler-Rusch, die ja Deutsche ist, vielen Leuten schon erklärt hat, sie hat auch in Frankreich und den deutschen Experten Kontakt und hat intensive Diskussionen geführt um die Frage der rettenden letzten Kreditquelle, des sogenannten Lender of Last Resort. Unter den Bedingungen des gegenwärtigen Maastricht-Vertrags gibt es keine rettende letzte Kreditquelle, weil der Maastrichter Vertrag dies abgeschafft hat.
Man muss den Maastrichter Vertrag vollkommen aufkündigen und über Bord werfen, um Europa zu retten. Und nur wenn es einige Länder gibt, die bereit sind, auszubrechen aus diesen Fesseln des Maastrichter Vertrages, ist es möglich, sozusagen diesen Käfig zu zerbrechen, sodass dann die eigene Regierung, die nationale Regierung der jeweiligen Länder als rettende letzte Kreditfälle auftreten kann. Wenn dies passiert, dann können wir reden mit Russland, China und Indien, um dann langfristige Handelsabkommen zu verhandeln. 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre. Und ein Programm zu haben für den Ausbau, für die Erweiterung unserer Ökonomien, die uns die Perspektive eröffnet, der langfristigen Wiederaufbau, des langfristigen Wiederaufbau. Wir müssen aber die Entschlossenheit haben, dass wir überleben werden in den nächsten Jahren. Dann können wir das auch schaffen. Mithilfe solcher Abkommen, die uns die gemeinsamen Ziele der Menschheit erreichen lassen. Es gibt noch einige Dinge, mit denen umgegangen werden muss, um den Müll der letzten Jahre sozusagen auszukehren. Zurück zu Franklin Roosevelt. Es gab verschiedene Meinungen über das, was die Bretton Woods-Abkommen waren. Eine Ansicht, sehr, sehr wichtig, ist die Meinung von Franklin Roosevelt selbst, die er immer wieder erklärt hat. Die Absicht von Präsident Roosevelt für das Bretton Woods-System war das Zerschlagen des britischen Weltreichs. Roosevelt war damals überzeugt, wie auch ich das war. Ich war damals im militärischen Dienst in Asien. Er widmete sich und war hingegeben der Idee der Befreiung aller Nationen, aller Völker von den kolonialen Fesseln. Das war seine Absicht. Die Briten und Winston Churchill sind darüber ausgeflippt. Und sobald wir sozusagen den Durchbruch geschafft hatten bei der Invasion Europas 1944, gab es die Finanzinteressen sowohl in Europa als auch in den USA, wie Harriman, ja, die Hitler an die Macht verholfen hatten, die Mussolini an die Macht gebracht hatten. Diese Banken, die den Faschismus geschaffen hatten auf dem europäischen Festland, mit der Teilnahme von Wall Street Banken, derselben Art wie derjenigen, mit denen ich es heute zu tun habe, die ich bekämpfe, wie George Shultz, Averell Harriman zu seiner Zeit, Felix Rohatyn heute. Diese Typen haben sofort ein Rechtsum gemacht und sagten, oh, wir wollen nicht, dass die Amerikaner diesen Krieg zu früh gewinnen. Daher wurde diese Kriegsanstrengung sabotiert. Es gab den General Montgomery, der wahrscheinlich der schlechteste Kommandeur war in dieser ganzen kriegerischen Auseinandersetzung. Er hat diesen Krieg mindestens 6 bis 7 Monate verlängert durch diese Operationen von Montgomery. Andere Dinge wurden getan, um zu versuchen, die Perspektive Franklin Roosevelts für die Nachkriegswelt auszulöschen. Und dieser Konflikt wurde hauptsächlich zwischen Franklin Roosevelt und Winston Churchill ausgedrückt. Roosevelt sagte zu Churchill, Winston, wir werden diese Methoden nicht mehr tolerieren. Wir werden das nicht mehr mit ansehen. Wir werden eine Welt sehen ohne Kolonialismus, ohne dass Völker von anderen Völkern unterdrückt werden. Wir werden das amerikanische System durchsetzen. Mit dem Begriff unabhängiger, souveräner Nationalstaaten, wo jedes Volk das Recht hat, der Entwicklung, der Selbstentwicklung als souveräner Nationalstaat. Und Churchill wollte davon gar nichts wissen. Seine Absicht war es, das britische Weltreich zu verteidigen, sodass die Freunde von Churchill, beispielsweise im Fall von Indonesien, Indochina hatte seine Unabhängigkeit gewonnen
in einer kriegerischen Auseinandersetzung unter Ho Chi Minh. Ho Chi Minh war ein Verbündeter der USA gewesen. Aber Roosevelt war jetzt tot. Und sofort befahlen die Briten, dass man die japanischen Truppen, die in Kriegsgefangenschaft sich befanden, freigelassen würden und das Land sofort neu zu besetzen, sozusagen, was sie gerade besetzt hatten. Eine ganz ähnliche Operation wurde dort durchgeführt. In Indonesien beispielsweise gegen den holländischen Kolonialismus. Die Briten haben das auch unterstützt. Und haben dort den Schlamassel organisiert, mit dem wir es selbst noch heute zu tun haben. Oder die Teilung Indiens in Pakistan und Indien waren verheerende, schreckliche Bilder. Das ist von den Briten organisiert worden. In Afrika ist zwar nominell den Nationen die Freiheit gegeben worden, aber ist ihnen niemals wirklich die Souveränität erteilt worden, sich zu entwickeln. So war es also, dass als Franklin Roosevelt 1944 dieses Abkommen in Bretton Woods präsentierte, war seine Absicht, die militärische Macht, die industrielle Produktionsmacht der USA einzusetzen, um dann Landmaschinen, Werkzeugmaschinen und ähnliche Geräte sozusagen zu produzieren, um zu helfen, dass die kolonialisierten Länder der Welt entwickelt werden könnten. Es wäre möglich gewesen, indem man die Kriegsproduktion in eine Friedensproduktion umrüstete und entsprechend sozusagen die Welt aufgebaut würde, dass sie fähig ist, diesen Kolonialismus zu beenden. Als Franklin Roosevelt starb, hat Truman unmittelbar, sofort, der ein Agent war dieser britischen Interesse, Schritte eingeleitet, alles, was Franklin Roosevelt repräsentierte, zu sabotieren. Insbesondere diese Politik der Entkolonisierung der Welt. Die Nachkriegspolitik der Truman-Regierung war eine britische Politik der Rekolonisierung, der Neukolonisierung. Trotz dieser Veränderungen unter Truman fuhren die USA fort in einer bestimmten produktiven Richtung bis hin zur Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Und es war nicht nur die Ermordung von Kennedy, sondern die Tatsache, dass sein Nachfolger Lyndon B. Johnson zu Tode erschreckt war, Todesangst hatte. Und weil er diese Angst hatte, unterstützte er die Tonkin-Resolution, die damals sozusagen den Vietnamkrieg begann. Dieser Vietnamkrieg, der genau wie der Irakkrieg heute ein nützloser, sinnloser Krieg war, der nur den Zweck verfolgte, die USA selbst zu zerstören, wie der Peloponnesische Krieg das alte Griechenland zerstörte. Die andere Sicht des Bretton Woods-Systems kommt von John Maynard Keynes. Er war selber dort bei dieser Konferenz und schlug selber etwas vor. Die Leute kennen ihre Geschichte im Allgemeinen nicht. Die Leute, die ihre Geschichte nicht kennen, sagen, dass das Bretton Woods-System auf Keynes zurückgeht. Das stimmt nicht. Das Bretton Woods-System war ein antibritisches System. Keynes' System wäre eines gewesen, also es gab die Absicht derjenigen Bankiers, die eben genau auch den Faschismus organisiert hatte, wollten sozusagen dieses Bretton Woods-System in ein keynesianisches System zu verwandeln. Es war ein koloniales System. Trotz der Tatsache, dass das nur eine kolonialistische Kopie der Absichten von Franklin Roosevelt war, haben wir trotzdem noch die Politik verfolgt, die der Absicht Franklin Roosevelt sehr nahe kam, bis zur Ermordung von Kennedy. Das heißt,
Wenn Leute heute sagen, ja, das war, ging auf Keynes zurück, dann verwischt das eigentlich die Spuren und auch den Konflikt, der da existiert. Nach der Ermordung von Kennedy, bis zu dem Punkt, wir also dieses System noch erhalten konnten, nach der Ermordung Kennedys ging es also ganz rapide bergab und 1971 verloren wir alles. Dann übernahmen die Briten mehr oder weniger alles in der Welt über die Aufgabe des Bretton Woods-Systems. Leute wie George Shultz, der verantwortlich war dafür, Pinochet in Chile sozusagen einzusetzen als faschistischen Diktator, der verantwortlich war für die Operation Condor, wo also zehntausende Leute ihr Leben verloren in Südamerika, in dieser Terrorherrschaft. Das ist die zentrale Frage. Die zentrale Frage, die sich stellt, ist, dass wir dieses Finanzsystem von Franklin Roosevelt hatten, welches Entwicklung ermöglicht hätte, und man sich die Welt ansieht heute, in Afrika, in Asien, in Südamerika, die langfristige Mission für die Menschheit in diesem Augenblick, wenn wir aus dieser Krise herauskommen, wird es sein, dieses Problem zu lösen. Wir haben einen riesigen Anteil der Weltbevölkerung, die unglaublich arm sind, die mit ihren eigenen Mitteln diese Krise, dieses Problem nicht lösen könnten, sodass wir also langfristige Abkommen brauchen, um die notwendige Infrastruktur und andere Dinge, die benötigt werden, bauen zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist vor allen Dingen, dass wir den Thoriumzyklus, der beispielsweise der Kernenergieerzeugung benötigen. In Indien gibt es eine ganze Menge Leute, die das sehr gut wissen. In Indien ist es so, dass es zwar viele Leute gibt, die überhaupt nicht arm sind, aber 70% der Bevölkerung lebt in elenden Bedingungen. Ohne den Thoriumzyklus der Kernenergieerzeugung kann Indien dieses Problem nicht lösen. In China ist es sehr ähnlich. In China gibt es zwar Entwicklung und es wird viel gebaut, aber 80% der Bevölkerung sind bettelarm. Und es erfordert langfristige Abkommen, langfristige infrastrukturelle Entwicklung, diese Probleme zu lösen. Wir brauchen deswegen diese langfristigen Abkommen, die auf einem festen Wechselkurssystem gründen, wie dem von Franklin Roosevelt, dem Bretton Woods-System. Das ist, was von uns erfordert wird. Das heißt, wir machen den Schritt von dem US-Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken, welches den Zweck hat, die amerikanische Wirtschaft zu stabilisieren, um den Raum zu schaffen, wo es uns überhaupt möglich ist, sofortige, langfristige Abkommen, nicht später als Januar des nächsten Jahres, mit den Nationen zu schließen, die ich andeutete, Russland, China, Indien. Wir müssen langfristige Abkommen haben, mit jenen und anderen Nationen, die regieren werden oder die bestimmen werden, wie wir unsere Wirtschaftspolitik organisieren, und zwar das für 1000 oder 2000 Jahre in die Zukunft. Wir müssen das Prinzip der Souveränität der jeweiligen Völker verteidigen. Denn in der Kultur eines Volkes, in der Souveränität dieser Kultur, sind die tieferen Aspekte des mentalen, des geistigen Lebens eines Volkes. Und wenn ihnen das weggenommen wird, dann fehlt ihnen die kulturelle Kontinuität der Entwicklung, wodurch Menschen in Sklaven verwandelt werden. Ja. So deswegen müssen wir die nationale, kulturelle Souveränität zwischen den jeweiligen Nationen wahren und verteidigen. Und entsprechend das zu organisieren dann, dass diese souveränen Nationen miteinander zusammenarbeiten im gemeinsamen Interesse der Menschen. Das ist, was wir beabsichtigen. Und das muss auf den Tisch gebracht werden für den nächsten Präsidenten der USA innerhalb dieses Wahlkampfes. Also vielleicht kommen wir hier mal zu der ersten dieser Trippelkurven. Das ist etwas, was ich zuerst Ende 1995 veröffentlicht hatte, und zwar dann in veröffentlichter Form im Januar 1996.
Das war Teil meiner Präsidentschaftsvorwahlkampagne in diesem Jahr. Was diese Sache beschreibt, ist die Tatsache und die Aktualität der US-Finanz- und Wirtschaftssituation. Die drei Werte, die man sieht, sind zuerst mal die Veräußerung, also das Drucken von Geld, die Produktion von Geld. Man sieht aber auch, abhängig natürlich davon, die Erzeugung von Finanzaggregaten, die anders sind als direkt Geldaggregate. Jetzt muss man das aber vergleichen mit den Produktivkräften der Arbeitskraft pro Kopf, pro Quadratkilometer in physischen Begriffen, in physischen Maßstäben. Und was nun passiert ist, und zwar in sich auf sich beschleunigende Art und Weise seit 1971 und nochmal beschleunigt seit 1987. Es gab also ein sich beschleunigendes Absinken der tatsächlichen physischen Produktion pro Kopf und pro Quadratkilometer der Vereinigten Staaten. Natürlich, gleichzeitig ist was anderes passiert, wo man diese Sache aufrechterhalten hat, unter Greenspans Ära in der Federal Reserve, durch ständig steigende Drucken von Währung. Und dann hat man Multiplikatoren mit eingesetzt, die also völlig verrückt sind, um das Wachstum der Finanzaggregate also bis in den Himmel anwachsen zu lassen. Und das verhält sich die ganze Zeit seit 1987 so relativ zu einem Absinken der tatsächlichen Produktion. Die Straßen in New York zum Beispiel unter Bloombergs Regierung kollabieren. Das entspricht der Politik dieses Mannes. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Kurve, die ich 2000 dann veröffentlichen ließ. Und es gab zu der Zeit einen Wandel, eine Veränderung, bei der sich die USA bereits in eine langfristige, tiefe und schwere Depression bewegt haben. Das ist schon passiert, bevor George Bush Junior überhaupt das Weiße Haus durch seine Anwesenheit verseuchen konnte. Hier sieht man also ein Wachstum von monetären, also Geldaggregaten, das bereits das Wachstum der Finanzaggregate überholt hatte. Und als Resultat dessen und dem weitergehenden Kollaps des physischen Outputs in der Wirtschaft sind wir in eine Kollapsphase eingetreten, der US-Wirtschaft. Und zwar eine endgültige Kollapskrise. Das heißt, als Bush als Präsident ins Weiße Haus kam, im Januar 2001, war die US-Wirtschaft unter der derzeit existierenden Politik bereits verdammt. Und zwar durch sich beschleunigenden Kollaps über den Zeitraum eines ganzen Jahrzehnts. Und das ist das Problem, das wir irgendwie reparieren müssen. Wir haben ein bankrottes System, das inhärent bankrott ist. Weil die reine Anzahl von Finanz- und monetären Aggregaten, die produziert werden, um heute sozusagen die inflationierte und explosive Masse von Finanzpapieren irgendwie zu retten, ist inzwischen so stark angestiegen, dass jetzt die Frage besteht, ob die US-Wirtschaft dieses Jahr überhaupt überleben wird. Leute, die dachten, dass sie Geld hätten, werden sehr schnell herausfinden, dass sie keins haben. Leute, die Spareinlagen haben, werden feststellen, dass diese Spareinlagen aufgefressen werden. Das ist die Wahrheit. Und Idioten rennen herum und sagen, wir werden die Wirtschaft wieder stimulieren. Ja? Und was bedeutet Wirtschaft stimulieren? Mehr monetäre Aggregate, mehr Liquidität. Das ist, als wenn man Benzin ins Feuer gießt, Benzin in den Wald brennt. Das Schlimmste, was man machen kann. Wir müssen zur Roosevelt-Idee zurück. Ja, das System wird unter Bankrottverwaltung genommen, unter Kontrolle gestellt. Und einige Dinge werden verhandelt werden müssen. Und einige werden bezahlt.
Und die Entscheidung wird getroffen einfach vom Standpunkt des nationalen Interesses und des Menscheninteresses, des Interesses der Menschheit. Ja, die meisten Leute haben ein Problem damit. Ja, vielleicht auch einige derjenigen, die dann hier Fragen stellen werden. Ich verstehe das nicht, werden sie dann sagen. Nun, wir haben zwei verschiedene Typen von Menschen, die nichts wissen über Wirtschaft. Die tatsächlich nichts wissen, und die anderen, die das also auf kriminelle und straffällige Art und Weise machen, weil sie sich überlegen, wie viel Geld kann ich da rausschlagen? Ja? Geld verdienen haben wir abgeschafft. Geld wird nicht mehr verdient. Unsere Fabriken sind geschlossen. Unsere Infrastruktur ist auseinandergefallen. Wir haben unsere Bauern arbeitslos gemacht. Wir haben Al Gore zugelassen. Ja, der Typ, der eigentlich von einem Eisbären hätte gegessen werden sollen. Ja, die Eisbären mögen, die mögen Fett, fettiges Essen. Ha, wow, wird sich der Eisbär denken. Mein Gott, was für ein fetter Kerl. Hm. Ja, unglücklicherweise lebt er immer noch. Und diese Ideen, dieser Sophismus, der das antike Griechenland unter Perikles zerstört hat, ja, das ist, womit wir zu tun haben. Ja, und wir haben eine Popularität. Sophismus ist populär. Ja? Und ich werde ein Beispiel geben, weil es ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen, was dieses Problem eigentlich ist. Ja? Computerspiele. Killer-Computerspiele. Ja, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Affen? Ja. Und was hat das damit zu tun, Computerspiele zu verstehen? Ja? Computerspiele sind auf Basis zweierlei Dinge entwickelt worden. Einerseits entwickelt, um zu töten. Also ganz konkret, um eine ganze Menge von Menschen, Massen, zu trainieren, wie Soldaten, indem sie öfter und auf mehr Menschen schießen, als jeder Soldat in einem richtigen Training. Diese Spiele sind entwickelt worden, um Soldaten zu trainieren, präziser und besser zu töten. Diese Point-and-Shoot, also Ziel- und Schießspiele, sind entwickelt worden, und das hat auch eine Geschichte. In den späten 1990ern, als unter verschiedenen Bedingungen die Förderungen, die also der Computerindustrie weggefallen sind, da hat sich diese ganze Industrie drauf gestürzt, in die Massenproduktion und Massenerzeugung und Massendesign dieser Computer-Killerspiele. Ja, das ist eine Sache, die uns diese Massenmörderwelle beschafft hat. Ja. Denn wir reden hier über Selbstmord-Massenmörder, also Selbstmordattentäter, die also Massen von Menschen umbringen, ganz ähnlich wie im Nahen Osten, wir diese Bomben-Selbstmordattentäter kennen. Aber hier haben wir mit unseren eigenen Jugendlichen zu tun, die indoktriniert worden sind durch das Spielen dieser Computerspiele. Die Leute, die das produzieren, die diese Spiele herstellen, sind sich dessen absolut bewusst. Es sind Fallstudien gemacht worden in der Geschichte. Das Geheimnis bei der Sache ist, die Kinder spielen diese Spiele nicht, sondern die Spiele spielen die Kinder. Also vor mehr als etwa in den 60er Jahren, ich war ein guter alter Schachspieler, hab's irgendwann aufgehört, weil es mir zu langweilig geworden ist. Ich habe also alle möglichen Tournees gewonnen. Ich habe mich mit verbundenen Augen gegen verschiedene Spieler gleichzeitig gespielt, habe das gewonnen. Also habe mir aber irgendwann gesagt, ich muss mich mal verändern hier. Habe mir das Spiel Go angeschaut. Und nachdem ich etwas zu viel Go gespielt hatte, habe ich gemerkt, was dieses Spiel mit dem eigenen Geist anfängt, und ich habe mir gesagt, nie wieder. Nun, das Spiel Go hat keine schlechte Intention als solche, es hat nur einen schlechten Einfluss auf den Geist.
die Killerspiele haben eine böse und schlechte Absicht. Das ist eine Absicht, die in das Design dieser Spiele eingebaut worden ist. Man denkt, jemand spielt dieses Spiel im Internet? Nein. Das Spiel spielt diese Leute. Und die Firmen, die diese Spiele am Laufen halten, die Spieler überwachen und beobachten, wissen das. Also Nummer eins, diese Spiele haben all die Defekte des Spiels Go, ja, mit den entsprechenden moralischen Problemen, die dazukommen. Töten, töten, töten. Ja, und das Spiel hört auf, Game over, Game over, Game over, und jetzt stirb. Und wann ist das Spiel vorbei? Nun, wenn die Polizei auftaucht, wenn das FBI auftaucht und so weiter. Dann ist Schluss. Dann kommt der Selbstmord. Und das ist so genau passiert, wie auch beim letzten Mal in Virginia. Und die Firmen, die diese Spiele betreiben, via Internet, online, live, die machen ein Coaching. Das heißt, die betreuen ihre Spiele, die kontrollieren und manipulieren den Geist der Spieler, die sie genau kennen. Die ganzen Statistiken, die sie haben von denen, wann, wie oft drin, wie viel gespielt und so weiter. Derselbe Effekt in MySpace. Was nur ein weiteres und oder Facebook und so weiter, die also alle nur digitale Kopien sind in gewisser Weise einer ganz ähnlichen Herangehensweise. Wir sehen hier die Entwicklung einer potenziellen massenterroristischen Gefahr in den USA, die auf diesen Spielen aufbaut und auf diesen Webseiten. Und der Effekt davon wird absolut vergleichbar sein dem, den wir kennen im Nahen Osten als Selbstmordattentäter, als religiöse Fanatiker. Aber hier ist innerhalb der USA und wird betreut, kontrolliert, überwacht und gesteuert von diesen Firmen. Ja. Während die armen Spieler, die überhaupt keine Ahnung haben, einfach da hereingezogen werden. Nun, der andere Aspekt der Frage, Mensch oder Affe, ist, dass der menschliche Geist nicht digital funktioniert. Es gibt keine digitale Mathematik, die in irgendeiner Weise darstellen könnte, was der menschliche Geist tut. Der menschliche Geist hat mit Funktionen zu tun, die wir nur mit analogen Mitteln, analogen Funktionen vergleichen können. Ja. Der menschliche Geist entspricht größtenteils analogen Funktionen. Und wir haben da also einige Studien auch gemacht und einige Beispiele. Die Wirtschaft, was heute als Wirtschaft gelehrt wird, ist kartesische Kinematik. Das sind nur statistische Projektionen. Ja. Und es gibt aufgrund dessen eigentlich keinen einzigen erfolgreichen langfristigen Prognosten für die Wirtschaft. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Menge Inkompetente, weil die statistischen Methoden, die sie benutzen, nichts mit dem menschlichen Verhalten zu tun haben. Man stelle sich mal neben das Bild eines Gorillas oder eines Schimpansen oder irgendeines anderen Menschenaffen. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen mir, einem Gorilla, einem Schimpansen oder einem anderen Menschenaffen? Was tue ich? Ich denke, naja, aber jetzt soll man das beweisen. Ja. Zum Beispiel, was ist die Bevölkerungsdichte eines Menschenaffen, eines Gorillas, eines Schimpansen? Wie viele Gorilla und Schimpansen und so weiter können pro Quadratkilometer leben? Und wie sieht das bei der menschlichen Rasse aus? Aha. Und wo ist der Unterschied? Nun, der Unterschied hat mit wissenschaftlichen Prinzipien zu tun, mit künstlerischen und Prinzipien der Kunst und Wissenschaft. Das Potenzial, was die Menschen haben, ist etwas, was keine andere Tierspezies hat. Und diese Macht liegt in etwas, was wir Schöpferkraft oder Kreativität nennen. Und das gibt es in keinem digitalen System. Die einzige Möglichkeit, das mathematisch zu repräsentieren, geht durch analoge Methoden. Analoge Methoden verursachen das nicht, aber sie sind in der Lage, also solche kreativen Prozesse darzustellen. Und die Rolle dieser Computerspiele und ähnlichem Entertainment heutzutage führt eben dazu, dass das nicht mehr erkannt werden kann.
Man schaut sich mal die Konzentrationsspanne an, die Kinder heutzutage haben. Ja. Wie lang ist die? 30 Sekunden? 15? Und das nur als Resultat von MySpace. Man nimmt sich mal den typischen MySpace-Süchtigen. Wie lange können die sich konzentrieren? Üblicherweise. Wie lange kann so ein durchschnittlicher Computer-Killer-Spieler sich konzentrieren? Die labern nur dummes Zeug vor sich hin. Die haben überhaupt keine Konzentrationsspannen. Wir zerstören also hier ganze Bevölkerungsschichten, indem wir ihre Geister zerstören, ihre Kapazität und Potenzial zerstören. Und auf dieselbe Art und Weise wird hier Wirtschaft gelehrt. Al Gore ist wirklich eine Personifizierung des Bösen. Weil er jemand ist, der die Existenz der Schöpferkraft, der Kreativität völlig verneint und ablehnt und leugnet. Ja. Heute redet man über CO2-Emissionen. Ja, was Al Gore hat überhaupt keine Ahnung davon. Aber was verbirgt sich dann hinter diesem Gerede von Al Gore? Nun, dieser Mensch richtet sich gegen Technologie. Zum Beispiel Technologie wie die Kernenergie, wie den Thorium-Reaktor-Typ, der in Indien gebaut werden kann, weil in Indien massenweise Thorium vorhanden ist. Dieser Reaktor kann lokal gebaut werden, kann beim Wassermanagement helfen, Frischwasser schaffen. Ja. Die Menschen in Indien brauchen ein riesiges Wachstum in dieser Technologie. Das heißt, wir brauchen eine Kernreaktion, die mit Thorium funktioniert, was militärisch überhaupt kein Problem ist. Ist nicht für Waffen geeignet. Und so kann man bereitstellen, was sonst etwas schwer zu beschaffen ist, nämlich zum Beispiel frisches Wasser. Im südlichen Indien hing die Wasserversorgung oftmals davon ab, sich ins Grundwasser einzubohren und am Grundwasser zu hängen. Nur das Problem ist, dass dieses Wasser ist da unten hingelangt, vor dem letzten Eiszeitalter. Das heißt, dieses Grundwasser war da unten für 2 Millionen Jahre. Und dieses Wasser ist dann benutzt worden zur Bewässerung für Südindien. Mit diesen Kernreaktoren haben wir einen riesen Vorteil. Wir können an den Küsten, die also in Indien reichlich vorhanden sind, wir haben viel Küsten im Vergleich zur restlichen Landmasse, und mit diesen Reaktoren kann Wasser entsalzt werden und Wasser bereitgestellt werden für die Menschen, die dort leben. Al Gore und die USA insgesamt haben eben dafür gesorgt, dass diese Technologie für Indien eben nicht bereitsteht, dass sie also keine Unterstützung dabei kriegen und so weiter. Was wir mit dem amerikanischen System repräsentieren, ist was anderes. Europa ist ja was ganz Besonderes eigentlich. Etwa 19.000, 20.000 Jahren gab es große Eiszeitalter, ein großes Eiszeitalter, wo das Eis also dicht und dick über dem Land lag. Die meisten und vor allen Dingen die fortschrittlichsten Kulturen zu der Zeit waren maritime Kulturen, Seefahrer, die mit Astronavigation sich beschäftigt haben, um lange Distanzen zu reisen, also bis zu 1000 Meilen oder 2000, die also über Ozeane gefahren sind oder entlang Ozeanen. Und zwar so, je nachdem, wie sich die Jahreszeiten verändert haben, um in die warmen Gebiete zu kommen. Diejenigen von uns, die sich mit Astronomie beschäftigt haben, die erkennen die astronomischen Eigenschaften von Kalendern, die uns aus der Zeit überliefert sind. Und da wird klar, nur eine Gesellschaft, die auf Astronavigation oder Astrogation basiert, hätte solche Kalender entwickeln können. Vor 25.000, 50.000 und 200.000 Jahren. Das sind Kalender, die also unheimlich lange Zyklen auch abdecken. Nun, im Lauf der Zeit dann hat sich das Mittelmeergebiet und angrenzende Gebiete entwickelt. Und zwar mit maritimen menschlichen Kulturen. Das hat also über Tausende von Jahren stattgefunden. Das meiste
was wir darüber wissen, fängt etwa 700 vor Christus an, als es eine Allianz gab, ein Bündnis zwischen Ägypten, den Etruskern und Äoniern gegen Tyrus. Dieser Prozess hat zur Entwicklung der europäischen Zivilisation geführt, die einen ganz guten Anfang gemacht hat, sehr vielversprechend, aber immer wieder durch die Entwicklung von europäischen Imperien aufgehalten worden ist. Wie Imperien wie das römische, byzantinische Imperium oder das venezianische Imperium des Mittelalters und natürlich auch das moderne Imperium, was hier versucht wird. Und in der europäischen Kultur im Besonderen gab es immer die Tendenz von Oligarchen, die großen Massen der geringer verdienenden Familien auf den Status von Tieren herabzudrücken oder dort zu halten, indem man ihnen Kreativität und die Fähigkeit, Entdeckungen zu machen, vorenthält. Das ist von Aeschylus diskutiert worden in seiner Trilogie Prometheus, von der wir den zweiten Teil noch haben. Die kreativen Kräfte, die schöpferischen Kräfte des menschlichen Geistes existieren in keinem einzigen Tier. Die Essenz der Menschheit liegt darin. Und das wird unterdrückt in großen Teilen der Bevölkerung durch ganz verschiedene Methoden, durch koloniale Methoden und andere. Das heißt, die europäische Gesellschaft, die also aus den dunklen Zeitaltern in der Mitte des 14. Jahrhunderts herauskam, ist wieder korrumpiert worden. Eine sehr mächtige Zivilisation durch den Großinquisitor Thomas de Torquemada und die Inquisition. Und inzwischen setzen wir den ganzen Planeten einer solchen Grausamkeit aus. Und wir sagen dazu, es ist halt so. Ja, wir nennen das, weiß doch jeder. Die Zeit ist nun inzwischen gekommen, dass die technischen Bedingungen so sind, dass die Menschheit nicht weiter wird existieren können unter den Bedingungen, wie sie also für eine lange Zeit in der Geschichte galten. Wir müssen uns am Frieden von Westfalen von 1648 ausrichten und wirklich uns sagen, dass die gesamte Menschheit, jeder einzelne Mensch, die Rechte hat, die die Europäer sich im Frieden von Westfalen selbst gegeben haben. Um also die Sachen hier, um das hier ein bisschen zum Schließen zu bringen, ist, was ich zu sagen habe, nun zur Diskussion. Nun gut, bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich einige Ankündigungen, einige Grüße und andere Dinge, die ich kurz hinter mich bringen will. Wie Sie ja wissen, wenn wir diese Webcasts veranstalten, haben wir Satellitentreffen in verschiedenen Teilen der Welt. Und ich würde es gar nicht schaffen, die wirklich alle hier zu nennen. Aber wenn wir neue haben, neue Teilnehmer, die also im Netzwerk aufgebaut worden sind, dann möchte ich natürlich auch versuchen, die zu begrüßen. Heute, so verstehe ich, dass wir zusätzlich zu den normalen Treffen haben, die in Iberoamerika stattfinden, gibt es einige in Bolivien, in der Universität San Francisco, dann in der Tarija-Provinz und auch natürlich in La Paz, in der Hauptstadt. The Association of Municipalities in Cochabamba is listening today, and dann der Zusammenschluss der Gemeinden in Cochabamba ist dabei. Wir begrüßen Sie auch herzlich.
Es gibt ein Treffen in Ecuador, in der Universität de Manta. Das ist ein sehr großes Treffen in der Universität in Sonora in Mexiko. Und natürlich ein Treffen in Mexico City, die auch heute Abend dabei sind. Und ich möchte die natürlich alle sehr herzlich begrüßen. Und ich werde auch sagen, dass ich mein Bestes tue, auch die Fragen hier, die dort von dort kommen, mit dran zu nehmen. Hier kam eine Frage von State Representative Joe Almeida aus Rhode Island, der ein Sponsor ist einer Resolution, die also nach unmittelbarer Kongressaktion schreit, um mit der Banken- und Hauseigentümerkrise umzugehen. Er sagt also hier: Ich unterstütze die Politik, die von Linda LaRouche im Homeowners and Bank Protection Act geäußert wird, und arbeite derzeit sehr hart, dieses Gesetz durch das Repräsentantenhaus zu bekommen. Wir erwarten eine Abstimmung nächste Woche. Ich möchte aber auch alle anderen Landtage der USA auffordern, ähnliche Resolutionen zu verabschieden. Man braucht keinen Abschluss in Wirtschaft, um zu erkennen, dass Linda LaRouches Vorschlag absolut notwendig ist. Absolut. Okay, now Lynn, I think that you answered many of these questions. Nun, Lynn, ich denke, du hast während deiner Präsentation natürlich schon beantwortet, aber viele dieser Leute wollen noch mal eine genaue und nochmalige Antwort auf diese Fragen haben. Und meine Erfahrung ist, dass Wiederholungen nicht wehtun. Bevor ich aber dazu komme, eine Frage, die also uns erreicht hat, während Herr LaRouche noch sprach. Jemand schrieb, der vorher mit dem Hamilton-Projekt zu tun hatte und jetzt im Budgetbereich im Repräsentantenhaus zu tun hat. Schreibt hier: Hillary Clintons Stimuluspaket scheint mir inkorrekt bezeichnet. Ich kann mit dem übereinstimmen, was sie vorschlägt, und ich kann es verstehen. Aber das ist natürlich nur eine Maßnahme, die unmittelbaren Notwendigkeiten irgendwie bedient. Ich sehe nicht, dass das die Wirtschaft irgendwie stimuliert, sondern eher stabilisiert. Und ich würde gern wissen, ob Sie zustimmen. Meine eigene Ansicht ist, angesichts der Natur und der Grundlage dieser Krise, da wäre einmal der Vorschlag von Lyndon Johnson, und der Vorschlag von Hillary Clinton fällt ungefähr in die Kategorie. Oder auf der anderen Seite John Kennedys Ansatz, zum Beispiel mit seinem Mondprogramm. Ich weiß nicht, ob eins davon zum anderen führen kann. Und die andere Frage, die ich deswegen habe: Denken Sie, haben wir überhaupt noch die Fähigkeit, so einen JFK-Ansatz zu machen, so ein Kennedy-Programm? Wie ich ja schon sagte, gibt es keinen Präzedenzfall für die Probleme, denen wir heute ins Gesicht sehen, und auch nicht für die Lösungen dieser Probleme. Es gibt in der bekannten Geschichte da keinen Präzedenzfall für das, was im Augenblick passiert. Ich denke aber, dass auf der anderen Seite, wohingegen das zwar wahr ist, aber trotzdem die Fähigkeit, die neuen Herangehensweisen zu entdecken, die wir brauchen, um diese Probleme zu lösen, das ist der Menschheit nicht neu. Aber es erfordert, dass wir den Willen und auch die Einsicht haben, dies zu tun. Meiner Ansicht nach ist also die Idee eines Stimulationspakets überhaupt falsch. Alle reden immer über Stimulation, als wäre es hier irgendeine Sexklinik. Ja? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Stimulation das Schlimmste ist, was man tun kann. Ja, Sie wollen das gegenwärtige System stimulieren? Das ist doch passiert. Es wird stimuliert. Die Inflation steigt. Davon wollen Sie noch mehr? Wissen Sie eigentlich, was die Inflationsrate ist im Augenblick? Was das im Verhältnis zu Ihrem persönlichen Einkommen heißt?
Wie wollen Sie denn Ihr Einkommen mit der Rate der Stimulation vergleichen? Ja? Die Rate der Inflation. Gucken Sie sich den Preis von Brot an oder den Preis von Al Gore. Er hat Ihnen im Grunde genommen aus Ihrem Warenkorb einfach Nahrungsmittel geklaut, um CO2-Emissionen zu kontrollieren. Diese Wirtschaft wird nicht durch Stimulation wieder aufgebaut werden, sondern nur durch eine massive Operation, um diese gegenwärtige Form von Stimulation überhaupt zu entfernen, ja, um neue Mechanismen zu schaffen. Wir müssen monetäre Stimulation vergessen. Wir müssen also eine gesetzmäßige und Regierungskontrolle der Kreditvergabe etablieren, die dafür sorgt, dass diese Art von Kreditvergabe dann dorthin kanalisiert wird, wo sie gebraucht wird, wo tatsächlich reale Wertschöpfung entsteht. Ja, das heißt, die Kreditschöpfung durch die Regierung und nicht finanzielle Stimulation. Es gibt viel zu viel sexuelle und finanzielle Stimulation, so wie es jetzt schon ist. Wir müssen das gegenwärtige Geld- und Währungs- und Finanzsystem schaffen. Wie macht man das? Durch ein Insolvenzverfahren. Ein ordnendes Insolvenzverfahren. Ja. Ja, die erste Frage, die man in einem solchen Insolvenzverfahren stellt, ist, entweder du gehst zum Schlachter oder wir werden dich wiederbeleben. Ja. Und das ist halt sozusagen wirklich die zentrale Frage, die sich in dieser Situation stellt. Nehmen wir mal das Beispiel von dem Bezirk Loudoun County hier in der Nähe. Damals wurde Loudoun County vorbereitet sozusagen dafür, das Ground Zero, die Einsturzstelle des größten Immobilienkrachs in der modernen Geschichte zu sein. Ja. Der Bankrott des Landkreises Loudoun geht darauf zurück, dass die gesamten Einkommen überhaupt aus dieser Immobilienspekulation kamen, selbst der Kommunalregierung. Ja, und jetzt werden also die Spekulanten gerettet zu Kosten der realen Banken, also der wichtigen Volks- und Sparkassen, Volksbanken, solchen Banken. Ja. Und die Sicherheiten in dieser Banken sind in unserem System absolut wesentlich und wichtig. Ja. Wir sollten regulieren und nicht zerstören. Wir sollten diejenigen zerstören, die wirklich wertlos sind und zerstörerisch sind, diese Spekulanten. Ja. Aber eine kranke Wirtschaft sollten wir nicht stimulieren mit Kokain und Liquidität. Worauf wir uns konzentrieren sollten, ist diejenigen Dinge, die notwendig sind, die physische, die reale Wiederaufbau, den realen Aufschwung zu erzeugen, diese zu fördern. Das ganz im Gegensatz zu denjenigen, die das Geld anbeten, ja? Die Mammoniten, die das Geld anbeten. Ja. Money must be controlled by government. Geld muss durch die Regierung gesteuert werden. Regel Nummer 1. Bevor man diese Frage also beantwortet, akzeptieren Sie die Kontrolle und die Steuerung des Geldes und der Kreditschöpfung durch die Regierung. Wenn Sie das annehmen, wenn man selektive Besteuerung akzeptiert, ja, die also regulieren sollen, welche Dinge bevorzugt werden, welche Art von Investitionen gefördert werden in der Realwirtschaft. Ja. Es wird keine Abfindungen mehr geben, keine Managergehälter also, wie diese goldenen Fallschirme. Ja. Das heißt, Stimulation ist nicht die Antwort auf diese Krise. Die einzige Antwort ist, wir müssen ein neues Weltwährungssystem schaffen, ohne das gegenwärtige diesen gegenwärtigen Geldprozess zu beenden und zu zerstören, zu unterbrechen. Ja? Der Kern ist die Frage, wirklich die Heimeigentümer zu schützen. Wir können uns nicht leisten, dass also Millionen von Leuten in den USA, die ihre Hypotheken nicht zahlen können, aus ihren Häusern
hinausgeworfen werden durch die Zwangsvollstreckung, wo durch die Komplizenschaft, also auch mächtiger Finanzinteressen, die sagen, wir sind wichtiger als die Bevölkerung, sozusagen überhaupt diese Immobilienblase geschaffen wurde. Aber das sind Leute, überlegen Sie sich doch mal Folgendes. Niemand kann ein Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar haben und sagen, ich habe dieses Vermögen ehrlich erwirtschaftet. 11 Milliarden. 11 Milliarden. Die Autorität über die Kreditschöpfung, die Geldvergabe, liegt mit der amerikanischen Regierung über das Finanzministerium. Ja. Die Kreditvergabe international kann organisiert werden durch Abkommen zwischen den Regierungen. Ja. Aber bei allen anderen Entwicklungen, in der Situation wie jetzt, wenn es die Wohlfahrt unserer Bevölkerung bedroht ist, ja, die Nation bedroht ist, dann werden wir ein Insolvenzverfahren durchsetzen. Das ist also das Erste, was man verstehen muss. Stimulation oder Nicht-Stimulation, das ist eigentlich Makulatur. Das Wichtige ist die Reorganisation. Das heißt, man muss den Kern des Wirtschaftssystems retten. Ja? Die Heimeigentümer, die Kommunen und reale Banken, die wesentlichen Funktionen des Bankensystems. In einer Insolvenzverwaltung, ja? Im Insolvenzschutz. Man sollte gar nicht erst versuchen, jetzt irgendwie zu überlegen, wie viel jetzt was wert ist. Oder die Zahlungen sozusagen abzuwickeln. Das Ding muss eingefroren werden. Und dann ergreift man andere Maßnahmen, die reales Wachstum erzeugen. Ja. Wir müssen wieder beispielsweise solche Kapazitäten wie die Autoindustrie, die wir haben, die Produktionskapazitäten im Maschinenbau, die in der Autoindustrie verankert waren. Ich meine, wir brauchen keine neuen Autos und mehr Autos zu dieser Zeit. Aber die Maschinenbaufähigkeit, die in der Autoindustrie eingebettet ist, ist notwendig, damit wir Infrastruktur bauen können, ja? Kernkraftwerke bauen können, ja? Massentransport. Ja? Wir brauchen nicht diese ganzen Autobahnen, in denen die Leute in den Staus stehen, ja? Wo die Leute Maut zahlen auf Autobahnen und versuchen von Virginia nach Washington reinzupendeln, 3 Stunden jede Fahrt. Das ist Unsinn. In order to work in the Washington, D.C. area. That's nuts. Das ist vollkommener Wahnsinn. We used to have a system where you would have local production. Wir hatten mal ein System, wo man lokale Produktion hatte, sodass die Leute nicht 3 Stunden pendeln musste. Ja, die Idee der Organisation von Kommunen war, nicht mehr als eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde jeden Tag zu pendeln. Wenn es jenseits von einer halben Stunde oder einer Viertelstunde war, hin und zurück von der Arbeit, dann ist es vollkommener Wahnsinn. Oder die Regierung ist wahnsinnig. Das heißt, was wir tun werden, ist, diese Gesellschaft neu zu organisieren, damit die Dinge, die wesentlich, die notwendig sind, ermutigt werden und gefördert werden und die unwesentlichen bis hin zu den schädlichen Sachen, die werden wir nicht unterstützen. Ja. Ja. Man kann gar nicht erlauben, dass so jemand wie Bloomberg, der Bürgermeister von New York, der ein Privatvermögen von 11 Milliarden US-Dollar hat, dass er ein faschistischer Diktator der USA werden soll. Das kann nicht unsere Politik sein. Wir haben auch keine Not dafür, also es ist vollkommen unnötig, dass die Manager solche Abfindungen bekommen, ja? Diese goldenen Fallschirme. Ja. Wo wir das Blut saugen der Bevölkerung, der Massen, um also ganz wenige zu bereichern. Das heißt, dieser Begriff der Stimulation, den sollte man ganz schnell vergessen, weil er die Leute auf Abwege bringt. Now you just
provoked a whole mess with that. Oh, damit hast du einen großen Schlamassel angerichtet, Lynn. Well, people are altering their questions. Die Leute wollen jetzt ihre Fragen ändern, umformulieren. From someone who has responsibility for one of the congressional committees that has to deal with. Das ist die Frage von jemandem, der Verantwortung trägt in einem der Ausschüsse im Kongress, die damit zu tun haben. Es gibt also diese Frage der, vielleicht sollten wir nicht dieses Stimulus-Paket anders nennen, aber vielleicht sollten wir es ausweiten, ja, dass man also sozusagen Arbeitslosenhilfe und andere Dinge, andere kurzfristige Maßnahmen sozusagen damit einbeziehen. Obwohl Ausgaben für Infrastruktur da dabei sind, gibt es sozusagen von der Regierung und auch von unseren Ausschüssen das Problem, dass Leute sagen, die Wirkung würde zu lange dauern, wirklich die Realwirtschaft anzukurbeln. Deswegen wird immer und sollte deswegen die Infrastrukturinvestition in einem Stimulationspaket eingeschlossen sein oder sollte es einzeln sein? Vergesst den Stimulus. Das ist zu viel Stimulation hier. Ne? 11 Milliarden Dollar mit Bloomberg in New York ist exzessive Stimulation. Wir brauchen nichts mehr davon. Und wir werden sicherstellen, dass sowas nie wieder passiert. Der Typ ist das wirklich horrende Beispiel des Jahres. Und besonders als möglicher Kandidat. Stimulus muss vergessen werden. Insgesamt weg. Wir werden Einschnitte machen, und zwar beim Schwachsinn. Ja, wir werden große Abfindungen wegschneiden. Die werden wegfallen. Und wir werden das, was wir da abschneiden, ans andere Ende stecken, wo bezahlt werden muss. Das heißt, um es genauer zu sagen, wir werden Geld aus einigen Gebieten herausnehmen und in andere reinstecken. Ja, das sollte sehr stimulierend sein. Ja. Aus einer gewissen Sichtweise. Aber dann brauchen wir ein Wachstumsprogramm. So ein Wachstumsprogramm muss aber hauptsächlich auf Wissenschaft, Technologie und Kapitalverbesserung in grundlegender Infrastruktur aufgebaut sein. Das ist, was man so macht. Ne? Schauen Sie sich doch an, was Roosevelt gemacht hat. Genau so hat es funktioniert und genau so sollte das funktionieren. Man stellt genügend und ausreichend Kredit zur Verfügung, nicht Geld, sondern Kredit. Wie macht man das? Nun, die Bundesregierung wird ein Gesetz hervorbringen. So etwas Ähnliches wie Hillary jetzt vorschlägt. Und diese Gesetzgebung der Regierung wird dann als ein Verhältnis von Banken übersetzt oder ein Verhalten mit Banken. Man betrachtet sich mal die Banken, legitime Banken, keine Spielbanken. Wir wollen diese Banken stabilisieren. Wir wollen die Hausbesitzer in ihren Häusern behalten. Das heißt, dass der Hausbesitzer eine reduzierte Rate im Vergleich zu seiner vorherigen Hypothekenrate bezahlt, um dieses Haus zu bewohnen, aber er bleibt drin. Ja, man macht also die Raten geringer, die Belastung für die Heimeigentümer kleiner. Beschützt aber gleichzeitig die lokale Bank. Denn wenn die lokalen Banken draufgehen, dann haben auch die Hausbesitzer und die ganze Wirtschaft überhaupt keine Chance. Ja. Unser Interesse ist also, die Sicherheit dieser Banken zu gewährleisten. Und das ist Teil derselben Operation. Das ist absolut untrennlich vom Schutz der Heimeigentümer. Ja, denn der Heimeigentümer ist Teil der Gemeinde und die Gemeinde braucht Unterstützung. Ja, denn wie sieht es aus mit der Steuer, mit den Steuereinnahmen? Ja, das heißt, wir brauchen Gesetzgebung, die sich
mit der Sicherheit des Bankensystems, des privaten Bankensystems und der zugelassenen Banken beschäftigt, mit den Heimeigentümern, mit der Sicherheit des Einkommens und so weiter. Wir wollen diese Sachen schützen und nicht dicht machen. Das heißt, die Politik wird entsprechend so verändert werden, dass diejenigen Bereiche, die eine solche Art von Stimulation brauchen, die bekommen und diejenigen, die heutzutage sich einer exzessiven Stimulation erfreuen, diese nicht mehr erhalten werden. Man braucht einen Begriff eines operationellen nationalen Budgets, eines nationalen Haushaltes, und zwar eines Investmentshaushaltes, eines Investitionshaushaltes. Man macht sich eine Liste von Dingen, die man braucht, die notwendig sind. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Zug, der unterwegs ist von Shanghai nach Hamburg. Was da unterwegs ist, ist eine revolutionäre Veränderung der Wirtschaft Chinas und Eurasiens. Und zwar durchaus vergleichbar mit dem, was die USA mithilfe des transkontinentalen Eisenbahnsystems im 19. Jahrhundert geschafft haben. Das heißt, wir bewegen uns weg von einer Gesellschaft, die aufgebaut ist auf langen Strecken Seefrachttransporten, hin zu einer Gesellschaft, die dieselben Im- und Exporte macht über die Landmasse hinweg. Das heißt, wir haben jetzt also relativ wenig, eine relativ geringe Transportzeit von nur ungefähr 2,5 Wochen, sind also sehr wenige Tage. Das wird die Wirtschaft Eurasiens verbessern. Und das heißt auch, dass man mehr für weniger bekommt. Wenn man die physischen Kosten für etwas, das notwendig ist, verringert, dann bekommt man mehr für weniger. Und unser Ziel ist, was? Technologische Verbesserung. Technologische Verbesserung in der Infrastruktur. Ja? Wir haben eine Welt, die wirklich sehr, sehr arm ist. Afrika zum Beispiel. Ja? In Afrika wird man nicht einfach hereinspazieren, um die armen Leute zu stimulieren, auf einmal eine moderne Industrie aufzubauen. Das wird gar nicht gehen. Ja? Man kann zum Beispiel zu den Bauern gehen in Afrika, die gute Bauern sind, gute Landwirte, aber Käfer, Insekten und so weiter, Krankheiten töten die Ernten und andere Sachen. Was geht man da rein? Was bringt man da rein? Infrastruktur, die eine Verbesserung der Produktivität und des Lebens dieser Bauern ermöglicht. Jetzt hat man eine Basis geschaffen für diese Bauern und ihre Familien und Kinder, ihre kulturelle Fähigkeit und ihre kulturelle Kraft und Macht zu existieren, zu verbessern. Ja, es geht also nicht zuvorderst darum, mehr Geld auszugeben, ja, wie für ein schönes Weihnachtsgeschenk, sondern man vergrößert die Effizienz der menschlichen Rasse, der Menschheit. Und zwar in den Völkern pro Kopf, pro Quadratkilometer können diese Menschen dann mehr erzeugen. Und man versucht die Dinge abzuschaffen, die Gesellschaft mehr kosten, als sie ihnen letztlich bringt. Solche Dinge wie zum Beispiel Bürgermeister Bloomberg. Ja? Aber das hat nichts mit Stimulus zu tun. Ja? Das ist doch kein Sexkrankenhaus hier. Also, je mehr du das sagst, umso mehr von diesen Fragen kommen. Ich habe es vergessen zu erwähnen am Anfang. Für diejenigen, die im Publikum sitzen, Fragen haben, es gibt Karten hier, wo die Fragen notiert werden können oder wo sie einfach ihren Namen und ihre Zugehörigkeit und ungefähr die Richtung der Frage aufschreiben können. Sie können auch die Frage draufschreiben, dann werde ich die einfach vorlesen, aber lassen Sie mich einfach wissen, worum es geht, damit wir ungefähr die Fragen gruppieren können und zusammenbekommen. Hier ist noch so eine Frage. Ich will die einfach aus dem Weg haben, aber ich finde die auch irgendwie sehr amüsant. Diese hier kommt aus dem hispanischen Ausschuss in Washington. Denn wir haben eine ganze Reihe von Kongressbüros und auch von Landtagsabgeordneten, die also ähnliche Fragen stellen. Herr LaRouche, was würden Sie darüber denken, Ihre
Gesetzgebung in zwei Teile aufzuteilen. Ja? Ich denke, wir könnten ja erstmal über die drohende Häuserräumungskrise abstimmen und dann machen wir eine zweite Sektion, wo es dann um den Schutz der Banken geht und so weiter. Und wie viel Zeit hätten wir denn nach einem Moratorium auf die Rauswürfe, um dann die Banken zu schützen? Ich würde sagen, ungefähr 10 Sekunden. Denn wenn die Wirkung die Banken trifft, dann würde man Wirkungen erzielen, die man nicht erreichen will. Ja? Wenn man die Hypothekenzahlungen einfriert, die Leute denken natürlich jetzt hier, die diese Fragen stellen, sagen, oh, wie kann man das verkaufen? Die Leute mögen also Menschen, mögen die Bevölkerung, aber nicht die Banken. Ne? Ja. Sie mögen also die Schuldner, aber nicht die Gläubiger, die sie auffressen wollen. Wir müssen also wirklich diese Kategorien über Bord werfen. Wir müssen die Leute erziehen. Ja? Wir werden auch die Bankiers erziehen und trainieren, dass sie gute Menschen werden und gute Banker. Der Punkt ist, dass das Wohl der Bevölkerung und des Bürgers erfordert, dass die Banken stabil sind. Ja? Die Stabilität der Banken auf Landes- und auf Bundesebene ist absolut notwendig für die kommunale Struktur und die kommunale Funktion, wesentliche Funktionen im kommunalen Leben. Ohne dieses Kreditsystem, welches die Banken auch repräsentieren, kann man nicht ein in Umlauf gebrachtes Kreditinstrument erzeugen. Und deswegen gibt es keine Frage, dass das, was für die Heimeigentümer vorgeschlagen wird, beliebter ist. Aber das ist auch der Grund, ein Grund dafür ist sozusagen, dass die Leute das nicht begreifen, wie das verquickt ist. Ja? Und die Politiker denken sich, wir reden den Leuten nach dem Mund, wir schmieren den Honig ums Maul, aber sie drücken sich vor der Aufgabe, die Leute aufzuklären über das, was sie wissen müssen, um zu überleben. Und sie müssen begreifen, was die Rolle der Banken ist in und für ihr Überleben. Das heißt, wenn sie Vorurteile gegen Banken haben, dann... ich meine, letzten Endes ist das Problem, dass wir in einer sophistischen Gesellschaft leben. Die Kultur ist sophistisch. Manchmal bin ich entsetzt darüber, dass es in dieser Nation tatsächlich keine Orientierung an Wahrheit gibt. Kein Teil dieser Bevölkerung will über die Wahrheit sprechen. Da kann ich also teilweise ganz schön gemein werden, weil ich Ihnen da auch einige Fälle aufzählen kann. Ja. Aber die Leute würden begreifen, wenn man, ja, oder die Leute denken, dass wenn ich nur einen plausiblen Vorschlag mache, der auch beliebt werden könnte, so, dann könnte das klappen irgendwie, ja. Aber die Idee ist natürlich, dass man nicht die Wahrheit sagt, sondern lieber irgendwie sich auf seinen Sex-Appeal verlässt. Ja, aber die Leute, die sozusagen sich auf ihr Sex-Appeal verlassen, streben Dinge und Politik an, die sie zerstören werden, die sie vernichten werden. Das ist wie der Typ, der zu der Prostituierten ging und sich eine tödliche Krankheit eingefangen hat. Ja, die Leute denken, es ist nicht beliebt. Ja. Und wenn die Leute glauben, dass das, was die herrschende Meinung denkt, die Wahrheit ist, das ist Unsinn. Das Wichtigste in der Politik, was jeder Politiker kennen und wissen musste, dass wenn man die Wahrheit sagen wird, dann wird man viel mehr Feinde machen als Freunde. Aber wenn man dazu den Mut nicht hat, ja, auch sein Leben dafür zu geben, dann werden wir als Nation nicht überleben. Mein Job ist, die Wahrheit zu sagen, und zwar gerade denjenigen, die das nicht mögen, die sie nicht hören wollen. Die Tatsache, dass diese Gesellschaft bis unter die Augen vom Sophismus zersetzt ist. Ja, wir müssen auch der Bevölkerung sagen, wenn ihr die falsche Einstellung habt, dann müsst ihr euch verändern. Für all diejenigen, die über das Internet zuhören, Sie sehen also eine internationale Internetkonferenz von Washington, D.C., von dem
US-amerikanischen Staatsmann und Ökonom Lyndon LaRouche. Lynn, das ist eine Frage von jemandem, der in einer nationalen politischen Kampagne involviert ist. Es sind viele Teile. Ich lese sie als Ganze mal vor und du kannst sie dann beantworten, wie du möchtest. Herr LaRouche, Sie haben vorgeschlagen, einen Schutzwall, eine Brandmauer sozusagen zu errichten, um die Banken auch zu schützen. Und dazu habe ich einige Fragen. Ich begreife nicht, warum Sie das eine Brandmauer nennen. Wie würde es funktionieren? Es wird ja nicht verhindern, dass dieser Kollaps stattfindet, soweit ich sehen kann. Und als zweites, womit ich am meisten Probleme habe, ist, dass die Banken ausgesetzt sind, den Hedgefonds und andersherum, sodass ich nicht weiß, wie man das eine von dem anderen trennen kann. Und damit haben viele Leute Probleme. Wie trennt man die Hedgefonds von den Banken? Ich sehe das auch von dem Standpunkt beispielsweise des Kaufs von Countrywide durch die Bank of America, dass überall erzählt wird, dass es für die Bank of America gut sei, aber ich kann nicht begreifen, wie das gut sein könnte. Deine Gesetzgebung spricht ja den Schutz der Banken auch an, aber wenn du das eigentlich sozusagen auch in den Mittelpunkt stellst, den Schutz der Banken, warum hat die Wall Street dann eine so gewalttätige und ablehnende Reaktion darauf? Von dem Standpunkt der Innenpolitik, ich meine, ich begreife ja sehr gut, was du mit dem Vier-Mächte-Abkommen meinst, aber von dem Standpunkt der Innenpolitik, wie würdest du also sofort die Folgemaßnahmen treffen? Denn es gibt ja mehr als nur die Krise im Hypothekenbereich, die angesprochen werden muss. Na, wir fangen mal mit dem letzten Teil an. Nun, das Erste, was ich tun würde, ist, was ich im Jahr 2005 und ins Jahr 2006 hinein vorgeschlagen habe. Man kreiert einen Bundesfonds, um das Maschinenbaupotenzial in der US-Autoindustrie zu retten. Ich würde das zum Beispiel benutzen, um also auf großer Basis Schienensysteme aufzubauen, Kernenergiesysteme, all die Dinge, die also wirklich dringend gebraucht werden. Das heißt, wir bringen also einen ganzen Geldfluss weg von einer wirklich hoffnungslosen Sache. Zum Beispiel den Versuch heute, diese bankrotten Banken aufrechtzuerhalten. Die Banken, die bankrott sind, überhaupt keine sinnvolle Funktion haben. Warum sollte man die überhaupt retten? Warum? Warum erklärt man die nicht bankrott? Ist das, weil ihr nicht den Mut habt? Wie Wall Street zum Beispiel. Wall Street ist völlig verseucht. Wenn Wall Street irgendwas sagt, nicht drauf hören. Tut's nicht, weil die lügen immer. Da gibt's überhaupt keine Ehrlichkeit. Wall Street, vergesst das. Wer mit Wall Street leben will, der stirbt. Das ist vielleicht nicht, was man sich aussucht, aber das ist, was man tatsächlich bekommt. Aber der Schlüssel hier ist, es gibt Dinge, die dringend sind und gemacht werden müssen. Und das ist, die kreativen, produktiven Kräfte der Bevölkerung wieder zu erwecken. Entweder durch die Anwendung von Produktion direkt oder durch Infrastruktur, die also diese Art von Produktionsanstieg indirekt mit sich bringt. Die meisten Leute kann man gar nicht anstellen heutzutage. Und in den meisten Fällen ist es nicht ihr Fehler. Sie sind nicht wert, angestellt zu werden, weil sie niemals wirklich trainiert wurden, niemals wirklich ausgebildet wurden. Die sind für Beschäftigungsmaßnahmen ausgebildet worden, dass sie so aussehen, als hätten sie was zu tun, dass sie so aussehen und so scheinen, als hätten sie einen Job. Das ist wie ein Kindergarten. Also der größte Faktor für diesen Wiederaufbau ist natürlich Reindustrialisierung. Wir müssen natürlich Leute anstellen, ausgebildete, fähige Maschinenschlosser, Maschinenbauingenieure und so weiter. Die müssen beschäftigt werden. Und zwar in Projekten, die wir brauchen. Und zwar dringend.
Und wir versuchen dann so viel wie möglich noch sozusagen als Anhang damit zu beschäftigen. Aber die Hypothekenbanken kriegen nichts, keinen Pfennig. Die Banken, die geschützt werden, sind die zugelassenen rechtlichen Banken, die wir brauchen. Alles andere ist ein Schwindel. Und warum sollen wir einem Schwindel seine Schulden bezahlen? Nur weil es nicht illegal genannt wurde, ist es trotzdem ein Schwindel. Das heißt, wir werden die Banken schützen, die wir brauchen. Alles können wir nicht beschützen. Das heißt, wir retten die Banken, die wir brauchen, um die Wirtschaft wieder aufbauen zu können. Denn wir haben hier begrenzte Ressourcen. Und das heißt, wir werden also Unterstützung der Bundesregierung einsetzen. Langfristige Kredite, die also durch eine ganz normale, bekannte Prozedur durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Kongresses aufgebracht wurden, für Projekte, die von Felix Rohatyn und anderen stillgelegt und umgebracht wurden. Projekte, die ich vorgeschlagen habe 2005, 2006. Wenn wir meinen Vorschlägen damals gefolgt wären, dann wären wir in einer ganz anderen Situation heute. Ja. Wir können immer noch was tun. Ja. Also lass uns das tun. Was Hedgefonds angeht, wir brauchen vielleicht eine Ausweitung des US-Gefängnisprogramms. Ich meine es echt ernst. Ja. Bloomberg hat 11 Milliarden Dollar. Wie zum Teufel kriegt man 11 Milliarden Dollar? Ja. Wen hat der denn ausgeraubt? Ja. Der soll sich schämen, so derartig viel Geld zu besitzen. Vielleicht fällt er ja morgen in ein Straßenloch und verschwindet in New York. Aber ich muss es nochmal klar machen. Zugelassene Banken sind ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler in der US-Gesellschaft und dem Schutz der US-Bevölkerung. Wen interessiert das, wenn Leute, so eine Enron-Typen irgendwo sagen, ja, das würde nicht funktionieren, das gefällt uns nicht und so weiter. Natürlich gefällt ihnen das nicht, weil sie dadurch nicht weiter klauen können. Ja. Bei denen muss man sich nicht entschuldigen. Eine Brandmauer ist eine ganz simple Sache. Ja. Jemand kommt zu einer Bank und sagt, ja, ich habe hier also eine Forderung, die ich einlösen will. Und in der Bank wird ihm gesagt, na, tut mir leid, Sie kriegen erstmal gar nichts. Sie stellen sich da mal hinten an in der Reihe, wo alle anderen stehen, füllen ihre Anmeldung aus und dann sehen wir mal, was wir machen können. Das ist eine Brandmauer. Diese Frage kommt von einem Landtagsabgeordneten in Maryland. Die Frage ist, Herr LaRouche, ich arbeite in dem Komitee, das sich mit der Hypothekenkrise beschäftigt. Und natürlich, obgleich ich plane, Ihre Gesetzgebung mit zu unterzeichnen als Co-Sponsor, frage ich mich natürlich trotzdem, was wir auf dem bundesstaatlichen Level tun können, während wir den US-Bundeskongress dazu zwingen und unter Druck setzen, zu handeln. Ja, ganz einfach, ja. Auf der Landesebene, auf der Ebene der Bundesstaaten, ist die Macht der gesetzgebenden Einrichtungen im Grunde genommen wirklich der Bundesregierung in den Arsch zu treten. Ja, diese erhebende Erfahrung zu vermitteln. Das ist eine sehr wichtige Funktion, denn die Zustimmung unseres Volkes und der Bevölkerung als Ganzes in die Institution der Bundesregierung hängt von diesem Prozess ab. Was sie tun müssen, vor allen Dingen als Staaten, als Bundesländer, ist, die Bevölkerung vor der Bundesregierung zu vertreten,
und der Bundesregierung in den Arsch zu treten, wenn das notwendig ist. Und das ist, was wir organisieren. Das tun wir gerade. Und da muss man sich also nichts vormachen. Ja? Haben Sie keine Angst. Was wir tun, indem wir diese Gesetzgebung jetzt organisieren, insbesondere wenn sie sozusagen durch mein politisches Aktionskomitee organisiert wird und als solche bezeichnet wird. Ja, denn LPAC bin ich. Und ich bin in dieser Sache ein Fachmann. Das ist nicht irgendwie ein Gerücht von der Straße, der irgendwie welche wilden Experimente oder sowas macht. Ich bin in dieser Sache der Fachmann. Ja, in dieser Sache des Wirtschaftskollapses und der Lösungen. Ja, das heißt, wenn dieser Gesetzesvorschlag als ein von LaRouche Pack organisierter Gesetzesvorschlag eingebracht wird, dann ist das in meinem Namen. Und darum fordere ich Sie auf, das zu unterzeichnen, das einzubringen, weil Sie damit aussagen, dass Sie mich in dieser Sache unterstützen. Persönlich. Ja. Und diese Regierung unter diesem Augenblick würde nichts tun mit meinem Namen daran als Etikett. Warum? Weil sie Angst vor mir haben. Ja. Aber das ist ganz gut, denn wenn sie keine Angst vor mir haben, dann werden sie auch nichts Gutes tun. So funktioniert das. Okay, ich werde jetzt, wir haben einen ganzen Stapel von institutionellen Fragen zu dieser Sache von der Bundesregierung, von den Präsidentschaftskampagnen, von den Landtagen im ganzen Land, in der ganzen Bundesrepublik. Ich werde hier eine institutionelle Frage aus dem Publikum hier annehmen. Ich würde gern Ted Wheel, der von der Reformpartei in Mississippi hier ist. Meine Ohren fallen mir ab. Ich habe mir schon lange Sorgen gemacht. 1946 habe ich 20 Cent auf eine Gallone ausgegeben. Jetzt zahle ich $3 und noch was für eine Gallone. Und das Öl, was gehandelt wird, das gehört nämlich den Politikern und nicht Bloomberg. Wir sollten mit unserem Öl tun können, was wir wollen. Aber ich weiß ja, dass Sie wissen alle, dass in Plätzen wie Venezuela, wo wir den Leuten nur 9 Cent für eine Gallone Benzin sozusagen zahlen, oder in Irak sind es 13 Cent. Und meine Frage ist folgende. Wenn die venezolanische Regierung in der Lage wäre, Raffinerien zu bauen, um für ihr Volk Benzin herzustellen, dann sollten wir auch dazu in der Lage sein. Und ich möchte gerne Ihre Kommentare hören über diese Frage der Benzinpreise, ob Sie damit zustimmen oder nicht. For some strange reason, you know? Nachdem ich also immer wieder versucht habe, Kongressabgeordnete zu kontaktieren, da kann ich noch nicht mal diese Frage deren Mitarbeiter sozusagen zu sprechen. Ja? Ich denke, dass es also ein wichtiger Punkt ist, der zeigt, was mit der amerikanischen Bevölkerung passiert ist. Denn der letzte Bericht, den ich gehört hatte, ist, dass der Preis pro Fass Öl bis zu $150 pro Fass hochschießen kann oder $200 pro Fass. Das könnte den durchschnittlichen Amerikaner töten. Und ich denke, das sollte man nicht zulassen. Da sollte etwas, die LaRouche-Gruppe hier, die verfolge ich schon sehr lange. Ich denke, wir könnten da was tun, denn sie haben hier diese jungen Leute überall auf der Straße, deswegen unterstütze ich auch ihre Organisation sehr, sehr. Denn die sind im ganzen Land unterwegs, die trifft man überall.
Es wird nicht so sehr mich und auch nicht dich betreffen, was mit diesem Land passiert, aber auf diese junge Generation, da wird es zurückfallen, auf deren Schultern. Und das amerikanische Volk sollte in der Lage sein, etwas dagegen zu unternehmen, und zwar jetzt. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Auf der lokalen Basis organisiere ich viel und kann viel machen, aber wir kriegen auch gute Reaktionen von der Bevölkerung bei uns im Landkreis. Aber ich denke, wir sollten da wirklich das sehr ernst nehmen. Ich meine, ich habe den Kongress gefragt, die Kongressabgeordneten, wo sind unsere Kartellgesetze? Und habe drei E-Mails zurückbekommen. Eine war von Pelosi, die mich bat, dass ich ihr $30 spenden sollte. Das andere war von einem Abgeordneten von der Ostküste und eins von einem Abgeordneten von der Westküste. Es gibt eine Abmachung im Abgeordnetenhaus, wenn wir einen Brief bekommen von außerhalb unseres Wahlkreises, dann geben wir es an den Abgeordneten dieses Wahlkreises. 411 letters. Ja. Wenn das so ist, dann wird mein Abgeordneter 411 Briefe bekommen haben von mir, denn so viel habe ich an die einzelnen Abgeordneten geschickt. Ja, wir müssen etwas tun gegen diese Ölpreissteigerung, und zwar jetzt. Ja, es muss doch irgendwie ein Monopol sein, das könnte ja nichts anderes sein, oder ein Kartell. Da muss doch Kartellgesetzgebung greifen. Ja. Und diese Firmen zahlen ja gar nichts, um das Öl aus dem Boden zu bekommen. Sie zahlen wahrscheinlich sehr viel an unsere Abgeordneten und andere. Aber ich kann sie jedenfalls nicht irgendwie kontaktieren. Vielen Dank. Es ist kein physiokratisches Problem. Man kann ja mal fragen, was der Preis ist, der an Saudi-Arabien bezahlt wird für sein Öl pro Fass. Und man wird herausfinden, dass die Wahrheit in diesem Fall eine recht einfache ist. Die Wahrheit ist, dass der Ölpreis vom britischen Imperium kontrolliert wird. Nicht von den Ölproduzenten in der Golfregion oder irgendwo anders. Die haben ein Monopol, ja. Was kontrolliert wird durch das anglo-holländische liberale System. Das ist das britische Imperium. Meine Ansicht ist, es gibt nur eine Lösung für diese Sache. Weg mit dem Imperium. Ja, das wird einfach versenkt. Und wenn jemand sagt, er sei pro-britisch, ja, dann muss man sie wirklich fragen, aus welchem Irrenhaus die weggelaufen sind. Ja, jeder, der pro-britisch ist, muss verrückt sein. Lynn, wir haben hier ein Dutzend Fragen, die diese Frage, also dieses spezielle Gebiet treffen. Diese Frage ist von John Jeffries, der ein Maschinenbauer ist in Kentucky. Dieselbe Frage kommt von verschiedenen Büros aus dem Kongress und auch von Präsidentschaftskampagnen. Jeffries stellt die Frage wie folgt. Lynn, ich habe vor kurzem geschafft, dieses HBPA, das Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken, an die entsprechende Kommunalregierung hier und verschiedene Institutionen gegeben und habe meinen Abgeordneten, getroffen, John Yarmouth, und ich habe ihn gebeten, diese Resolution, er las das Material und war sehr provoziert und sagte, es ist ein gutes Gesetz, aber er machte sich Sorgen, dass dieses Gesetz verfassungswidrig sein würde. Ich sagte ihm, das sei nicht so, aber ich sagte ihm auch, dass ich diese Frage an dich weiterleiten würde, denn diese Frage kommt immer wieder auf. Eine andere Art und Weise, wie ein Kongressbüro und auch von der Präsidentschaftskampagne gestellt wird, ist, sie sagen, die Frage der Verfassungsmäßigkeit ist eine sehr komplizierte, denn es gibt keine Frage darüber, dass der Präsident die Macht hat, entweder durch das Erklären einer nationalen Notstandes in diese Richtung sozusagen zu gehen oder Gesetzgebung in den Kongress einzubringen. Aber das Argument, was immer gebracht wird, ist, dass eine solche Präsidentschaftserklärung notwendig ist und viele von uns
sind sehr zögerlich, eine solche Erklärung unter den gegenwärtigen Umständen zu ermutigen. Also zuallererst, das ist überhaupt keine Verfassungsfrage. Das ist Quatsch. Was ich weiß, ist, dass einige Kongressmitglieder das an das Kongressnachforschungsbüro geschickt haben. Und irgendjemand hat gegen die Verfassung irgendwie draufgeschrieben oder draufgestempelt. Irgendein völlig inkompetenter Mensch hat das gemacht. Nun, das Prinzip, um das es hier geht, das konstitutionelle Prinzip, steht in der Präambel der Konstitution, der Verfassung. Und diese Verfassung und diese Präambel schreibt vor, dass das Gemeinwohl der Bevölkerung geschützt und verteidigt werden muss. In dem Fall, wo die Bundesregierung dieser Verpflichtung noch nicht nachgekommen ist, haben auch die Staaten die Macht und Befugnis, dort einzugreifen, bis die Bundesregierung nachkommt. Kommt dann die Bundesregierung mit einer übergeordneten Gesetzgebung, dann ist diese Macht aus der Hand sozusagen der Regierung des Bundesstaates an die Bundesregierung übergegangen. Wir haben also hier wieder mal das Problem mit einigen schlecht oder nicht gebildeten Menschen in Kongressbüros. Ne? Das ist völliger Quatsch. Das ist Nonsens. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und nachdem man die Präambel der US-Verfassung gelesen hat und sich dann hinsetzen und sagen, nun angesichts eines drohenden Desasters, das der amerikanischen Bevölkerung bevorsteht, dass die Exekutive oder auch die Legislative eines Bundesstaates keine Aktivitäten in Gang setzen kann, wenn die Bundesregierung überhaupt nicht eingegriffen hat bis jetzt, um irgendwas zu tun. Wer auch immer diese Einschätzung gegeben hatte, sollte mal besser zurück in die Schule gehen, bevor er weitere solche Einschätzungen liefert. Nun, diese Frage kommt von einer Stadträtin. Herr LaRouche, ich bin eine Stadträtin in Ohio. Wir haben vor kurzem Ihren Homeowners and Bank Protection Act in unserem Rat durchdiskutiert. Und soweit ich verstehe, dass Sie im zweiten Teil des Gesetzes nicht zum Bezahlen der Schulden der Banken aufrufen, wenn also die Banken draufgehen, Pech gehabt und dass also sozusagen die Angestellten und die Leute, die ihr Geldeinlagen da haben, auch mit draufgehen. Aber wie soll das dann funktionieren? Was kommt auf uns zu? Wenn wir natürlich auch von Steuern abhängen, die aufbauen auf Grundstücken, auf Hypotheken und anderen Immobiliengeschichten, wie soll das dann laufen? Wenn wir natürlich die Hypothekenzahlungen verringern, wird das natürlich auch die entsprechenden Steuern daran verändern und damit müssen wir irgendwie umgehen können. Ich muss natürlich sagen, ich bewundere wirklich den Antrieb, den Sie haben, das zu tun. Ich frage mich, was Ihre spirituelle Motivation ist, hier so einen Davidskampf gegen einen Goliath zu führen. Was motiviert Sie und wie können wir diese Motivation verbreiten? Meine Motive sind auch Gewohnheiten, die ich vor langer Zeit angenommen habe. Ich habe mit 14 Jahren entdeckt, dass Euklid ein Schwindler war und habe niemals das, was ich als Fälschung oder Schwindel erkannt habe, angenommen. Das hat mich zwar mir viele Probleme bereitet, aber es hat mich auch davor bewahrt, meine Seele zu verlieren. Ja, und es gibt ein Begriff von Unsterblichkeit, der hier eine Rolle spielt, der dem Menschen inhärent ist, der sich darüber bewusst ist, ist, dass wir sterben. Aber da wir Menschen sind, sterben wir vielleicht nicht vollständig.
dass die schöpferischen Fähigkeiten, die uns gegeben sind als Menschen, sind in ihrer Wirkung weiterhin wirksam, in ihrem Einfluss auf die Gesellschaft, selbst wenn wir nicht mehr da sind. Und daher gibt es keine verlorenen Kämpfe sozusagen, verlorenen Angelegenheiten in der Geschichte, die gut sind. Wenn man das Gute tut, dann ist selbst nach unserem Tod die Wirkung von dem, was wir getan haben, effizient. Ich kenne das sehr genau, wenn Sie sich die letzten 2000 Jahre europäischer Geschichte ansehen. Es ist eine lange Geschichte, aber ich habe da schon auch sehr, sehr viel zu gesehen. Das Verständnis dieses anderen Teils der Frage ist, wir müssen die Sparkassen, Volksbanken, diese gemeinwohlorientierten Banken retten, nicht diese Investmentbanken. Und das gleichzeitig, während wir sozusagen die Hauseigentümer schützen. Ja. Es geht hier um den Insolvenzschutz. Ja, das ist das Wichtige, dass also sozusagen die schützende Hand der Regierung da ausgestreckt wird. Das ist nicht ausreichend, um einen Wiederaufbau und einen Aufschwung zu katalysieren. Entsprechend muss Kredit von der Bundesregierung veräußert werden, die dann kanalisiert werden, Projekte, die 25 bis 50 Jahre brauchen werden, ja, die aber eine Steigerung des Wertes des produktiven Ausstoßes in der Realwirtschaft steigern, sodass sie sozusagen diesen nützlichen Ausstoß, die nützliche Produktion steigern und ein Gleichgewicht entsteht zwischen diesem Bankenwesen und der produktiven Aktivität. Ja. Einfach nur das Geld in der Gegend herumzuschieben, ist keine Lösung. Ja. Geld beinhaltet keine Lösung für diese Krise. Ja. Aber diese produktiven Maßnahmen, die reale Wertschöpfung, das ist das Entscheidende. Hier in der Gegend hier ist vollkommen wahnsinnig, wenn Leute von West Virginia bis nach Washington pendeln, 6 Stunden am Tag, das ist vollkommener Wahnsinn. Die Leute, die dort gescheitert sind und es nicht geschafft haben, das, was ich vorschlug, dort Industrie und Landwirtschaft zu entwickeln, ja, die Einkommen der kommunalen Regierung dort hängen ab von Immobilienspekulationen und von dem Einkommen derjenigen, die also anderswo im Dienstleistungsbereich in Washington arbeiten. Von West Virginia bis nach Washington. Es gibt dort keine Produktion. Ja. Die Steuereinnahmen der Kommunen, der Region dort, sind die Familieneinkommen, die außerhalb des Bereichs sozusagen leben, als sie arbeiten. Ja. Wir haben die Landwirtschaft mehr oder weniger dicht gemacht in der ganzen Region. Warum haben wir die Landwirtschaft dicht gemacht, wo unsere Nahrungsmittel erzeugt werden? Wir hätten sie verbessern können, modernisieren können. Diese ganze Region ist im Grunde genommen nur für eine Sache geeignet. Ja, Milchlandwirtschaft, also die Milchwirtschaft. Ja, und sie haben daraus eine Immobilienblase gemacht. Das war ein Schwindel seit den frühen 80er Jahren. Und ich bin ziemlich sicher, wie man das reparieren kann. Ja, es gibt eine ganze Menge Leute in der ganzen Region, die arbeitslos werden. Wir müssen also die Gelegenheit schaffen, dort produktive, nützliche Arbeitsplätze zu schaffen, sodass also die Arbeitslosigkeit überwunden wird, wenn die Leute in produktive Arbeit kommen. Ja, das ist also der Punkt, wo sozusagen die Bundesregierung mit den Landesregierungen zusammenarbeiten muss. Und diese produktive Orientierung muss diese Geldwahn ablösen, wo die Leute nur darüber nachdenken, irgendwie Geld in der Gegend herumzuschieben. Ja. Wenn wir die Produktivkraft der Arbeit physisch pro Kopf und pro Quadratkilometer steigern, dann kann man alle Probleme auf diese Art und Weise lösen. Ja. Aber nicht, indem man Geld oder Kredit so einander zuschiebt.
Und diese Idee selbst ist das Produkt der Degeneration unserer Bevölkerung seit 1971 und danach. Ja, das ist vollkommen degeneriert. Wir können uns nicht als Geisel nehmen lassen von den Gewohnheiten, die eigentlich eine Degeneration darstellen. Ja, man muss den Leuten sagen, hey, du musst deine moralische Verkommenheit aufgeben. Gib's schon auf, los. Und dann den Leuten die Alternative in produktiveren Ansätzen zu präsentieren. Wie wir das auch getan haben unter Franklin Roosevelt während der Weltwirtschaftskrise. Man muss der Bevölkerung auch den Eindruck vermitteln, ja, und sie begreifen machen, dass sie selbst, sie und ihre Kinder auf dem Weg vorwärts, auf dem Weg nach oben sind, dass die Dinge sich verbessern. Dass sie selbst die Dinge verbessern. Wenn man das anfängt, wenn man das beginnt, dann kann man nicht verlieren. Schaffen wir das nicht, dann weiß ich nicht, ob wir gewinnen können. Also ich werde jetzt noch einige internationale Fragen stellen und sie in diese Diskussion über die USA sozusagen einbringen. Das ist eine Frage von José Villa, der schon seit 29 Jahren Ökonom ist, der aus Spanien schreibt. Er sagt, Herr LaRouche, ich stimme Ihrer Analyse absolut zu und verstehe auch, dass nicht nur die USA, sondern in allen anderen Ländern in Europa wir absolut nationale Notmaßnahmen treffen müssen, wenn man sieht, dass der Dollar keine Stütze hat, was also entweder Gold oder selbst irgendwie eine Bindung an das Bruttoinlandsprodukt wäre, frage ich mich, ob es möglich ist, für eine Nation Geld zu veräußern über eine Nationalbank ohne Zinsen. Ich denke, es wäre eine Revolution für die Menschheit. Ich denke, dadurch würde die spekulative Wirtschaft in ihrer Quelle vernichtet. Ist das machbar, dass Geld ohne Zinsen vergeben würden? Würde das nicht die beste Lösung, um also die Wirtschaft sozusagen, die produktive Wirtschaft, wieder zur Produktion und weg von den spekulativen Auswüchsen, die uns jetzt an den Rande des Kollapses gebracht haben? Also generell als Politik für Wirtschaftsaufschwünge. Man muss dafür sorgen, dass die Kredite, also als nationale Kreditstandards, zu etwa 1-2% langfristigen Zinsraten laufen. Andernfalls ist es überhaupt nicht tragbar. Wie man an der von mir gezeigten, an dem Kurvendiagramm sehen konnte, speziell für die letzten 10 Jahre, die Produktivität Europas und der USA ist pro Kopf und Quadratkilometer beschleunigt kollabiert. Gleichzeitig ist Geld im Grunde genommen zu steigenden Zinsraten herausgegeben worden. Das Ganze für Kauf- und Verkaufsgeschichten, die essentiell ohne Wert laufen. Das sind dann Fälle wie Bloomberg. Jemand, der herumläuft mit 11 Milliarden Dollar. Hier ist doch was falsch mit der Gesellschaft. Nicht nur mit Bloomberg. Das ist eine Gesellschaft, die sowas zulässt. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Das muss entfernt werden. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass eine geringe Zinsrate, kontrolliert durch kontrollierten Kredit, benutzt werden muss, die eben, das muss in festen Wechselkursen zwischen Währungen stattfinden. Denn bei diesem heutigen System sieht man, dass Leute auf die eine Art und Weise an einem Tag die Rate bezahlen und am anderen Tag durch schwankende Währungskurse eine andere Zinsrate effektiv. Das heißt, es geht um Regulierung durch die Bundesregierung mit internationalen Verträgen, also Vereinbarungen, die
die hier Regulierung schaffen, wo es notwendig ist. Und wir brauchen dann für ein gut funktionierendes Bankensystem eine geringe Zinsrate als so eine Art Leitzinsfunktion. Und das ist im Grunde genommen eigentlich ein zinsfreier Vorschlag, denn wir reden hier über den Nettoeffekt. Und der Nettoeffekt ist, dass diese Kredite eben nichts kosten, da die produktive Wirtschaft aufgebaut wird. Hey Lynn, this is a question on the presidential campaigns, actually. Lynn, das ist eine Frage über die Präsidentschaftskampagnen von einer Präsidentschaftskampagne. Aber es geht nicht so sehr um Politik, sondern vielmehr um Strategie. Die Frage ist, Lynn, das ist vielleicht eine etwas banalere Frage als andere, die dir gestellt wurde, aber sie beschäftigt uns und du sprichst immer über Bloomberg. Barry Obama, er spricht immer von sich als dem Kandidaten für Veränderung. Und die Leute nehmen also an, dass nur aus dem Grund, dass er schwarz ist, er auch progressiv ist. Er hat überhaupt noch gar nichts darüber erzählt, was eigentlich seine politischen Vorschläge sein würden, wenn er dann gewählt würde. Und das ist wahrscheinlich sogar bewusst. Trotz der Tatsache, dass er nichts gesagt hat darüber, was er tun wollte, und trotz des Images, was er also vermittelt, ist tatsächlich der Fall, dass er also von der Wall Street und von den konservativsten demokratischen Senatoren und Gouverneuren unterstützt wird, die wir kennen. Meine Frage ist, weiß er, was er tut? Ist er ein wissender Mitspieler? Oder ist er bloß sozusagen jemand, der hinterher in der Mülltonne landet? Ich denke, es sind beide Elemente drin, aber im Grunde genommen ist das ein Wegwerfkandidat. Ja, denn die Intention der Leute, von denen er denkt, dass sie ihn unterstützen, ist, ihn wegzuwerfen. Die Schlüsselfiguren hier in der Politik, die man sich anschauen muss, um das zu verstehen, sind Schwarzenegger, ja, und, jemand, der einen wirklichen Nazi angehimmelt hat. Ja, das ist die Tradition aus der Familie. Und der ist nichts anderes als ein Instrument von George Shultz, einem weiteren Faschisten, demjenigen, der mit der Hilfe Felix Rohatyns Pinochet in Chile an die Macht gebracht hat. Jemand, der via Spanien wirkliche Nazis, tatsächliche Nazis aus Deutschland nach Latein- und Südamerika gebracht hat, während der Nixon-Regierung. Das ist so die Realität, mit der wir zu tun haben hier. Ja. Shultz hat damit hier zu tun, dass Chicago, der Wirtschaftsrat in Chicago, the Board of Trade, das ist alles, was ich bisher an Obama finden konnte. Und es gibt da, ich habe nichts gesehen bisher, was mir irgendwelche Zuversicht geben würde. Ja. Obama mag intelligent sein, das hat er mir allerdings bis jetzt noch nicht gezeigt. Und soweit ich sehen kann, sind es Bloomberg und Schwarzenegger, die von so ja, Nazi-Kreaturen besessen werden. Bloomberg hat essentiell im Wesentlichen das Profil eines Mussolini, der damals von der Bank von England mit der Unterstützung relevanter Leute in New York City an die Macht gebracht wurde. Ja, während Adolf Hitler von der Bank, Bank von England an die Macht gebracht wurde, in dem Fall mit Unterstützung von zum Beispiel Harriman in den USA und anderen Manhattan-Bankiers. Also wir sehen hier jemanden, der eine favorisierte Behandlung bekommt, eine bevorzugte Behandlung von Finanziers, heißt für mich immer nur entweder zwei Sachen. Entweder ist er sozusagen die Figur, das Spielzeug dieser Leute, oder weil sie einfach jetzt gerade versuchen, eine Situation zu erzeugen, wo kein Kandidat eine klare, bedeutende Unterstützung erhält in den USA.
Und dann würden die Offiziellen der Demokratischen Partei übernehmen anstelle der gewählten Delegierten. Und dann kriegt man eine ganz andere Entscheidung und das könnte jemand sein wie Bloomberg. Wir sind wirklich, wirklich in ernsthafter Gefahr, dass jetzt in den USA eine faschistische Regierung installiert wird. Ja. Der Gouverneur von Kalifornien ist ein faschistischer Diktator. Das ist Tatsache. Und zwar eine praktische Tatsache in seiner heutigen Politik. Und er wird prinzipiell von George Shultz unterstützt, der ihn kontrolliert. Und auch George Shultz hat einen Nazi-Stammbaum. Die Politik Bloombergs ist die eines Mussolini. Ja, er hat es gesagt, seine Unterstützer haben es gesagt, Korporativismus. Ja, das ist eine Form von Faschismus, die unter Mussolini eingeführt worden ist und dann später von Hitler kopiert wurde. Das heißt also, Herr Obama, bevor er auch nur ein Tröpfchen Segen von mir gespendet bekommt, würde mich erstmal zufriedenstellen müssen und beruhigen müssen, dass diese Andeutungen, die sozusagen seinen Hintergrund bis jetzt betreffen, irgendwie erklärt werden können. Und zwar damit auch aufgelöst werden können. Für diejenigen, die über das Internet zuhören, sie hören einen Webcast aus Washington, D.C. Mit dem internationalen Staatsmann und Ökonomen Lyndon LaRouche. Wenn Sie also Fragen haben, entweder Sie, die am Internet zuhören, oder auch die Leute, die hier im Raum anwesend sind, Sie können diese Fragen zu uns übermitteln. Wir werden versuchen, im Laufe dieses Abends natürlich diese Fragen zu stellen an Herrn LaRouche, aber wir werden sehen, wie weit wir kommen. Diese Frage kommt jetzt aus dem Youngsters, aus dem Freshman-Ausschuss. Herr LaRouche, Sie sprechen von einem Franklin Roosevelt-Ansatz. Unser Ansatz ist, dass Franklin Roosevelts Politik war, unseren Weg aus der letzten Depression heraus zu bauen und zu produzieren. Unsere Frage ist, können wir uns aus dieser Krise heute auch heraus produzieren oder ist es dafür schon zu spät? Die Umstände sind so kritisch, dass natürlich die Zeit, die vergehen würde, bis so ein massives Arbeitsprogramm Ergebnisse bringen würde, vielleicht sogar schon zu spät ist. Was können Sie uns hier sagen? Es ist im Grunde genommen eine viel zu vereinfachende Beschreibung dessen, was ich eigentlich vorschlage. Ich sage ja nicht, dass wir warten sollen, dass irgendwas eine Maßnahme Wirkungen zeigt, sondern wir müssen sofort eingreifen und dass wir sozusagen diejenigen Aktivitäten auch beseitigt haben, die uns auch schädigen. Ich meine, so Sachen wie die Prostitution der Massen über diese Entertainment-Industrie und so, solche Sachen müssen, ja, also, und andere Dinge müssen eben sozusagen auch verschoben werden. Es gibt ein Geheimnis an dieser ganzen Frage, das mir sehr bekannt ist. Ja. Kreativität. Und wenn man in der Lage ist, also den Computerspielen aus dem Wege zu gehen, dann kann man dort vielleicht etwas erlernen. Denn diese Computerspiele zerstören alles, was menschlich ist an einem. Ja, weil es ein Prozess ist, der digital ist. Und wenn man dadurch trainiert ist, dann ist man kein kompetenter Wissenschaftler und dein Gehirn ist vielleicht in Gefahr. Ja. Aber wenn man in Prozessen kompetent ist, die analog sind, dann hat man da eine Chance. Die Quelle von Wachstum in der Gesellschaft ist nicht Geld, sondern der menschliche Geist. Kein Tier, kein Schimpanse und auch kein Gorilla ist dazu in der Lage, eine Erfindung zu machen, die potenzielle relative Bevölkerungsdichte seiner eigenen Gattung steigern würde. Menschen tun das die ganze Zeit. Aber Gorillas und Schimpansen und auch Schwarzeneggers haben keine schöpferische Begabung, sind nicht kreativ, haben kein kreatives Potenzial. Und es ist durch diese schöpferische Begabung, durch die die Produktivkräfte der Menschheit gesteigert werden,
die seine Macht pro Kopf und pro Quadratkilometer steigern, seine Lebensumstände zu verbessern und seine Lebenserwartung zu steigern. Es geht nicht um Geld, sondern wie ist man dazu in der Lage, die Entwicklung und den Ausdruck und die Anwendung der produktiven und kreativen Fähigkeiten des menschlichen Geistes zu fördern. Ich könnte da ein Beispiel geben. Die italienische Renaissance. Die Steigerung der produktiven Fähigkeiten des Geistes während der Mitte des 15. Jahrhunderts war einer der größten Sprünge der Steigerung eben dieser Produktivität in der Geschichte der Menschheit. Die amerikanische Revolution, ähnlich, ja, die Macht der USA, die entstanden ist dadurch, dass Abraham Lincoln und dazu in der Lage war, dieses Sklavensystem zu zerstören, war einer der größten Sprünge vorwärts für die gesamte Menschheit. Die Steigerung der produktiven Fähigkeiten und auch der Schaffung von Wohlstand pro Kopf und Quadratkilometer war einer der größten Wunder in dem Bereich menschlicher Produktivität. Das heißt, die Frage des Erfolges solcher Maßnahmen ist nicht eine buchhalterische Frage. Da müssen die Buchhalter einfach aufgeben, sondern es ist eine wirkliche Frage der Dynamik sozusagen, wo man die Investition zunehmend in kapitalintensive Wirtschaft steckt. Man versucht, die grundlegende wirtschaftliche Infrastruktur so zu intensivieren. Ja, wenn man diese Regeln befolgt, wie wir es unter Abraham Lincoln taten und der Wirkung, die erzielt wurde durch die transkontinentale Eisenbahn, wenn wir das tun, wenn wir erneut tun, was Franklin Roosevelt tat, was uns aus der Weltwirtschaftskrise führte, dann kann man keine definitive Rate der Verbesserungen prognostizieren. Aber man kann durchaus sehr genau sagen, dass das der Weg ist, den wir beschreiten müssen. Und wir werden ihn beschreiten, weil wir das uns aussuchen, weil wir das wählen, wir das wollen. Denn die Alternative dazu wäre im Grunde genommen, dass uns die Hölle erwartet. Schaffen wir es, diesen Weg zu beschreiten, dann werden wir auch Fortschritt erzielen. Lynn, das ist hier eine Reflexion von vielen Fragen, die wir bekommen haben, sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland. Hier ist also Herr Kemba aus Tansania. Herr LaRouche, die Ursache für das Versagen und Zusammenbruch des Finanzsystems kann ja vielleicht daher rühren, dass also dieses ganze, die Regulierung nicht geschaffen wurde. Und wir wollen Ihnen als Fachmann diese Frage stellen, weil wir sie bisher noch nicht geschafft haben. Können Sie erklären, wie diese Zweckgesellschaften, diese SIVs, Structured Investment Vehicles, geschaffen wurden und wer eigentlich die Eigentümer sind davon und was machen wir jetzt damit? Niemand scheint zu kennen, was das wirklich ist. Nun, zuallererst mal ist es ein Betrug. Das ist eine Raub. Und wenn man sieht, was da passiert und wie das passiert, dann sieht man, das ist Raub. Ganz einfach. Der Fall Afrika. Afrika hat die größte Fläche landwirtschaftlicher Produktion aller Kontinente. Wenn die Bevölkerung nicht durch AIDS umgebracht wird, gibt es auch entsprechend die genügende Arbeitskraft. Aber eine sehr, sehr niedrige Technologieebene, auf der gearbeitet wird. In den frühen 80ern hatte ich also einen Aktionsplan mitentwickelt für Nigeria. Es war offensichtlich für mich, dass wegen der geringen technologischen Produktivität ganz allgemein in der afrikanischen Bevölkerung, dass als wir uns die Probleme ansahen, die dem afrikanischen Landwirt sozusagen entgegenstehen,
dann war klar, was getan werden muss. Man schaute sich an, was die produzierten als Landwirte, von der Pflanzung und bis zur Ernte, und man sah, dass Krankheiten, Käfer, Insekten und so weiter diese Ernten aufgefressen haben. Nun gibt es dort oder gab es dort keine lokalen Institutionen, die sich mit dieser Herausforderung adäquat hätten beschäftigen können. Ja, und in Afrika, das sind so fast Dschungelgebiete, ne, tropische Gebiete. Und es gab lokale Institutionen und Organisationen, die den Bauern geholfen haben, mit diesen Sachen umzugehen. Ja, es gab also einen landwirtschaftlichen Beratungsprozess und so weiter. Dann müsste man sicherstellen, dass es entsprechend genügende Transportmöglichkeiten gibt. Und man würde versuchen, sicherzustellen, dass die Nahrungsmittel während der Auslieferung nicht zerstört würden. Das heißt, man braucht Massentransportsysteme, man braucht Energie, Stromproduktion, so wie ich es angedeutet habe vorher. Und auf diese Art und Weise würde man die Nettoproduktivität des afrikanischen Landwirts pro Kopf und pro Quadratkilometer ändern, ohne dass man ihn jetzt als Landwirt neu ausbilden muss. Aber man gibt ihm die Mittel, die seine Arbeit effektiver machen. Dann hat man einen Lebensstandard arrangiert für diese Leute und geht von da weiter zu technologischem Fortschritt und so weiter. Wir haben keine großen Schienensysteme in Afrika. Wir haben keine Stromerzeugung in Afrika, wie ich sie beschrieben habe. Die Institutionen, die entsprechend Hilfe leisten würden für die Landwirte, sind nicht da. Warum nicht? Weil das nicht getan werden soll. Und man kann ruhig nochmal zurückblicken nach 1975, als Henry Kissinger einen Bericht geschrieben hat über US-Politik. Und dieser Bericht besagte, dass die afrikanische Bevölkerung schon damals für zu groß gehalten wurde, reduziert werden sollte und die eigene Produktivität nicht vergrößert werden sollte in Afrika. Denn würden die afrikanischen Bevölkerungen wachsen, dann würden sie die Rohstoffe aufbrauchen, die wir, so schrieb Kissinger, für unseren Verbrauch bereits reserviert haben. Das heißt, hier ist eine Politik von Völkermord in Gang gebracht worden. Und wenn man das versteht, was also die Alternative war und auch heute noch ist zu dieser Politik und woher die Opposition kommt gegen die Entwicklung, ja, von der Londoner Schule für Rassenverhältnisse, die vorher in Kenia operierten und die heute da genauso aktiv sind wieder. Das ist dieselbe Operation. Ja, oder Mosambik und viele dieser anderen Länder. Jetzt versteht man das Problem. Es gibt einen Feind hier drauf. Und das ist ein Feind der Menschheit. Und unter den verschiedenen Zielen ist eben auch Afrika. Und das ist der Punkt bei der ganzen Sache. Okay, we have time for a couple of more questions. I just want to remind people. Also wir haben noch Zeit für einige Fragen. Ich möchte Leute nur daran erinnern, bevor wir diese Fragen herannehmen, wo wir uns heute treffen, haben sich Stadträte und Landtagsabgeordnete und Landtage und so weiter im ganzen Land getroffen, um zu diskutieren, wie die Gesetzgebung zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken unterstützt werden kann, befördert werden kann, Sponsoren erhalten kann und so weiter. Und in Pennsylvania zum Beispiel haben alleine 30 Gemeinden, das war der Stand heute Morgen, 30 Gemeinden offiziell ihre Unterstützung für diese Gesetzgebung abgegeben. Wie gesagt, es ist nicht die absolute Lösung für jedes Problem, aber es ist ein ganz notwendiger erster Schritt, um aus dieser Krise rauszukommen. Die nächste Frage kommt aus dem Publikum. Wenn Sie hier sind, John Bosnich, dann springen Sie mal ans Mikrofon. Herr Bosnich ist in beratender Tätigkeit.
First of all, Mr. LaRouche, I'm very happy to see you're still in action. Erstmal, Herr LaRouche, ich bin sehr froh, Sie immer noch aktiv zu sehen, trotz der jahrzehntelangen des jahrzehntelangen Aufwandes, Sie zum Schweigen zu bringen. Having been demonized for, unfortunately or fortunately, having Serbian descent. Nun, da ich serbischer Herkunft bin und auch da eine gewisse Dämonisierung erlebt habe, weiß ich, wie schwierig das ist, für die Wahrheit zu kämpfen. Und ich finde es sehr gut, dass Sie das angesprochen haben, dass wir mit einer Ära von Sophismus zu tun haben. Denn die Sophisten mischen immer so ein kleines bisschen Wahrheit in ihre Lügen. Und Sie sagten jetzt ja, es gibt hier wird überhaupt keine Wahrheit gesagt. Jetzt sprachen Sie gerade von einer bewussten Politik von Völkermord gegen Afrika. Und dasselbe wird jetzt gerade im Kosovo versucht. Im Kosovo lebt heute kein einziger Jude. Diese Bevölkerung ist dort eliminiert worden. Die türkische Bevölkerung dort bittet um Hilfe von der Türkei. Und das letzte Ziel natürlich wird die komplette Eliminierung der Serben aus ihrem Heimatland sein. Und egal, was wir sagen, egal, welches Thema wir ansprechen, nein, Kosovo muss unabhängig werden. Ich will also jetzt nur mal fragen über diesen illegalen Aufwand, Kosovo von Serbien zu trennen. Das ist ja nicht nur ein Angriff auf den Staat an sich, sondern ein Angriff auf die ganze Ära nach dem Westfälischen Frieden. Ich frage Sie also hier um Rat, wären Sie in der Situation Serbiens und Russlands heute, welche zusätzlichen Schritte könnten heute unternommen werden, um diesen Versuch zu stoppen, die ganze Weltordnung auseinanderzubringen über das Thema eines unabhängigen Kosovo? Zuallererst hat man Madeleine Albright oder auch Halfbright, als sie Außenministerin war, hielt sie eine Rede in New York City, mehr oder weniger sozusagen in der H.G. Wells Gesellschaft, von der sie ein Mitglied ist. Und, ja, man kann sagen, also, dass ihr Vater, also sowohl der Erzieher von Madeleine Albright als auch von Condoleezza Rice war, der Schlamassel, der im Balkan erzeugt wurde, in den 90er Jahren, erklärt sich nur durch Holbrooks Rolle. Durch Albrights Rolle. Da muss man sich wirklich genau die Rolle des Weltreichs der Habsburger und des Erbes, was sie weitergereicht haben, die Geschichte dieses gesamten Prozesses. Und das muss man wirklich in der Realität verankern. Ja, dass man den Fokus etwas verschieben muss von dem Punkt, den Sie machen, auf etwas anderes. Denn die Briten kämpfen im Allgemeinen nicht ihre eigenen Kriege, sondern sie bringen ihre Feinde dazu, sich selbst zu bekämpfen oder einander zu bekämpfen, wie das im Siebenjährigen Krieg war. Ja. Genauso mit dem Kalten Krieg auch. Ja. Ja, oder in der arabischen Welt, was dort geschaffen wurde mit dem Abkommen von Sykes und Picot. Die Briten kontrollieren die gesamte arabische Welt. Und jetzt haben wir wieder, da sie einen Krieg mit Russland anzetteln wollen, gehen sie also zurück zu dem Erbe von 1912 und beginnen einen Krieg im Balkan. Schon wieder und schon wieder. Der Krieg im Balkan wurde genutzt, um einen Krieg anzuzetteln. Von wem? Vom König von England. Einen Krieg zwischen seinen zwei Neffen, zwischen Kaiser Wilhelm II. Und Nikolaus II. Das waren beide seine Neffen. Ja, die mit Hilfe des dummköpfigen, des törichten Kaisers von Österreich diesen Krieg anzuzetteln. Ja. Und mit dem Erbe. Ja, Madeleine Albright hat das ganz offen zugegeben, die H.G. Wells Gesellschaft. Ja.
Die einfachste Art und Weise, das zu begreifen, ist, wenn man sich zwei Dinge ansieht. Die offene Verschwörung, das Buch von H.G. Wells von 1929, und ein Film, der gemacht wurde nach einem Roman von H.G. Wells, der ist, was die Zukunft bringt, The Shape of Things to Come. Und Richard Holbrooke ist davon ein Teil. Ja. Sobald ich den Namen Richard Holbrooke höre, im Kontext von irgendetwas im Balkan, sage ich, oh Gott, ich weiß, wer da wieder am Spiel ist. Come from the same origins north of Czechoslovakia, what is now Czechoslovakia. Ja, es gibt diese religiösen Leidenschaften, die da teilweise entstehen, weil man muss ja auch sehen, dass die serbischen und kroatischen Bevölkerungen eigentlich von denselben Ursprüngen kommen, im Norden, nördlich der Tschechoslowakei heute. Und sozusagen die Trennung dann stattfand, weil die Besiedlung auf dem einen und auf der anderen Seite des Flusses stattfand. Und seit der Zeit, wie es auch mit dem byzantinischen Imperium war, die Art und Weise, wie Weltreiche organisiert sind, ist, indem sie Konflikte organisieren. Das Genie, solche Konflikte zu vermeiden, ist sozusagen es zu erreichen, dass man die Umstände schafft, in denen es unmöglich ist, solche Konflikte zu orchestrieren. Meine erste Herausforderung wäre, Richard Holbrooke muss da rausgehalten werden aus der ganzen Angelegenheit, weil er arbeitet mit anderen daran, diesen Krieg anzuzetteln und nicht ihn zu verhindern. Und die Konsequenz eines neuen Balkankrieges würde die Hölle sein. Deswegen muss es eine Entschlossenheit geben, einer Fraktion in der amerikanischen Regierung, das zu verhindern. Wir dürfen nicht einen weiteren Balkankrieg zulassen. Wir müssen eine Lösung finden. Sie wird schwierig sein, aber wir müssen daran teilnehmen, sie zu organisieren. Wir müssen die Kräfte organisieren, die das durchsetzen. Wir werden einander nicht mehr umbringen, einander abschlachten. Wir haben uns so viel schon umgebracht. Ja, aber wir werden dies nicht mit kriegerischen Mitteln gewinnen, sondern wir müssen das sozusagen mit diplomatischen, mit kriegsvermeidenden Mitteln gewinnen. Das ist die große Herausforderung. Das ist das Problem, das wir haben, was ich habe. Das sind die Stinktiere, die britischen Stinktiere, die dort draußen rumlaufen. Ja, mit ein paar französischen Ablegern aus der Sykes-Picot-Zeit. Ja. Sie wollen einen Krieg mit Russland. Und sie wollen, dass die USA gegen Russland in einen Krieg zieht. Es gibt ein ganz ähnliches Projekt für China. Ja, wir haben einen Schlamassel in Südwestasien. Ja, denn wenn die Israelis zustimmen würden, wir könnten dort Frieden haben. Ja, in dieser Region. Und dieser Frieden, das könnte überall verbreitet werden. Der Frieden könnte sozusagen ausstrahlen, denn Israel hat kein Interesse mehr, diesen Krieg weiterzuführen. Wenn es ein Abkommen zwischen Syrien und Israel gäbe, wäre das nicht nur ein Abkommen zwischen Syrien und Israel, sondern es wäre das Aufstoßen der Tür, um die gesamte Region neu zu organisieren für eine Friedensordnung, weil die Leute die Schnauze voll haben von diesen ständigen Kriegen. Das ist die Art von Situation, die wir sehen. Darum muss als erstes, sehr wichtig, dass man die Wahrheit dieser Situation tatsächlich präsentiert. Und die Wahrheit dieser Situation ist, welches Interesse haben diese Leute daran, einander umzubringen? Haben wir uns einander nicht schon genug umgebracht? Wollen wir damit weitermachen oder nicht? Oder wollen wir die Bedingungen schaffen, die den Frieden ermöglichen? Ja, wir brauchen wirklich eine Art von Abkommen im Geiste des Westfälischen Friedens, der von den Mächten sozusagen auch gesponsert wird. Ich würde hoffen, dass Russland da eine sehr bedeutende Rolle spielen würde und dass man auch die Möglichkeit einräumt, dass sie das tun. Westeuropa im Augenblick ist eine Katastrophe. Es funktioniert nicht. Es gibt in Westeuropa keine Regierung. Das ist eine Maastrichter Regierung. Ja, es ist wie ein Turm zu Babel. Es gibt da keine letzte rettende Kreditquelle in ganz Westeuropa. Da gibt es keinen einzigen Lender of Last Resort. Es gibt keinen Staat, der souverän ist.
Daher brauchen wir das. Und Russland kann eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen. Und ich würde hoffen, dass die USA... Eine Sache muss man wissen über die USA. So schlimm unser Präsident ist und wie schlimm viele der anderen sind, in unseren Institutionen in den USA gibt es eine Reihe von Menschen, mit denen ich auch in Verbindung stehe, die im Allgemeinen Patrioten sind für die USA, die sich Sorgen machen über das Land, ihre Verantwortung, die Zukunft des Planeten. Ja, wir machen uns Sorgen und wir haben auch Einfluss. Das heißt, es gibt einflussreiche Leute, die Macht haben in den USA, in den Institutionen, die durchaus in der Lage sind, zu begreifen, was getan werden muss und es tun werden, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Sie sind bisher das Hindernis gewesen, für unseren dummen Präsidenten uns in einen weiteren wahnsinnigen Krieg zu stürzen mit dem Iran. Das heißt, es gibt diese Kräfte, die genügend Verstand haben, sich Sorgen zu machen um diese Situation im Balkan und anderswo. Und unsere, die auch darauf aus sind, den Dialog mit Russland zu pflegen, also wir brauchen eine Lösung, die nicht zu mehr Menschen töten führt. Ja. Und dann müssen wir uns der Frage widmen, wie bauen wir denn die Region wieder auf? Es gibt ein unglaubliches Potenzial für Entwicklung in der Region, im Balkan, in Landwirtschaft und anderer Entwicklungen. Warum kann diese Entwicklung nicht der einende Faktor der Zusammenarbeit sein, sodass man einige Generationen der friedlichen Zusammenarbeit der einzelnen Völker auf dem Balkan sehen kann? Lynn, bevor ich die letzte Frage stelle, sollte ich dir sagen, dass wir, normalerweise passiert es nicht, aber es gibt viele, viele Dankesbriefe aus einigen der nationalen Institutionen und Präsidentschaftskampagnen für deine Antworten. Und sie sagen, dass du also ihnen sehr geholfen hast, das aufzuklären, obwohl ich erwarte, dass sie morgen genau dieselben Fragen wieder stellen. Aber wenn Sie heute glücklich sind, dann freut mich das. Also Lynn, die letzte Frage ist von Mark Samet, der ein Mitglied der LaRouche-Jugendbewegung ist. Und er hat eine einfache Frage. Er sagt, Lynn, warum ist unsere die beste aller möglichen Welten? Nun, was meine ich denn mit Welt? Du solltest wissen, was ich mit Welt meine. Das Universum. Das Universum ist begrenzt, oder? Ja? Endlich. Es ist ein unbegrenztes, aber endliches Universum, in dem wir leben. Und die Prinzipien, mit denen wir handeln, sind universell. Wir können vielleicht nicht reisen, so wie wir gern wollten, zu anderen riesen Supergalaxien, aber wir sind Teil dieses Universums, wir sind Teil der Prinzipien, die dem Universum zugrunde liegen. Und unseren unmittelbaren Teil des Universums können wir beeinflussen. Wir haben Ende der 80er Jahre entdeckt, dass der Großteil der kosmischen Strahlung, die in unseren Bereich hier kommt, England, Dänemark, Norddeutschland, wo man also diese kosmische Strahlung messen kann. Wir haben gesehen, dass der größte Teil der kosmischen Strahlung, die USA trifft, periodisch vom Krebsnebel kommt, was also eine Explosion, eine Supernova war. Das ist also ein sehr komplexer Organismus da drüben, der auch unser Wetter kontrolliert, mehr als Al Gore jemals könnte. Denn die Sonne hier ist der eigentliche Faktor, wenn es um globale Erwärmung oder Nichterwärmung geht. Die Sonne ist das Hauptding dabei.
plops up or plops down. Ja, entweder wird die Sonne, ja, gibt's mehr von der Sonne oder weniger. Wir waren jetzt in einer Zeit von wirklich vergrößerter Sonnenaktivität, was auch erklärt, warum es wärmer gewesen ist. Und das kann auch ganz schnell aufhören, so wie das mit Sonnenflecken und so weiter eben der Fall ist. Ja, das ist das Universum, so in dem wir leben. Und so sollten wir über uns selbst nachdenken als universelle Wesen, obwohl wir ein bisschen beschränkt sind und auf einem bestimmten Planeten herumlaufen. Und sollten von uns auch nicht denken als lediglich jeweils einem menschlichen Wesen in einem bestimmten Bereich der Welt, sondern als ewige, unsterbliche Wesen. Denn obgleich der tierische Teil unseres Lebens dem Tod erliegt und das dafür bisher auch keine Heilung gibt, sind wir dennoch geistig mit einer Macht ausgestattet, die kein Tier hat. Und diese Macht erlaubt uns, die Ordnung des Universums zu verändern. Und diese Fähigkeit ist ewig. Das heißt so, dass wir unser Leben einsetzen können ohne unmittelbare Belohnung für Dinge, die getan werden müssen. Ist etwas, was uns menschlich macht, wenn wir das erkennen. Dass das, was wir vom Leben bekommen, nicht das Wichtige ist. Ja, die physische Befriedigung ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, ob wir ein gutes Leben gelebt haben, das denen, die nach uns kommen werden, von Vorteil sein wird. Man braucht diese Art von unselbstsüchtiger und selbstloser Motivation. Man muss diese Zufriedenheit haben, einfach man selbst zu sein. Meine Damen und Herren, das beendet die heutige Veranstaltung. Ich würde alle ermutigen wollen, wirklich ein gutes Leben zu leben und würde Lynn danken wollen, dass er uns ermöglicht und uns auch auffordert, Teil dieser historischen Intervention in dieser Krise mitwirken zu können.